Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Drivers High Podcast. Wir haben wieder unseren Ehrengast Alpay am Start, weil wir heute wieder etwas Künstlerischeres bewerten, und zwar Character Designs. Es wird richtig spannend. Wir machen wieder eine Tierlist. Es geht von S-Tier bis F-Tier. Ihr kennt das Prinzip. Und wir fangen an mit dem ersten Charakter, Ruffy. Ruffy aus One Piece. Alpay, schieß los. Was fällt dir spontan zu Ruffy ein? Okay, wir reden jetzt nur über Ruffy. Ja, aber wir reden über Gesamt-Ruffy. Du kannst über seine Formen reden, du kannst über sein Early-Design reden, du kannst über seine Narben reden. Oh Mann. Wie findest du Ruffys Design? Was ist gut daran und in welchem Tier würde er landen? Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Boah, ist ganz schwierig für mich. Ganz schwierig. Finde ich auch. Teilaspekte würde ich sagen, ist S-Tier. Mhm. Eindeutig. Andere Aspekte, also andere Bereiche würde ich sagen, ist einfach der letzte Mist. Einfach so unterste Schublade. Was ist denn für dich S-Tier bei Ruffy? Sein Strohhut? Ja, klar. Also der hohe Wiedererkennungswert natürlich. Mhm. Und auch dieses Einzigartige. Also so einfach, aber doch so hoher Wiedererkennungswert. Das ist schon außergewöhnlich. Mhm. Hat ja nicht viel, ne? Im Grunde hat er nur seinen Strohhut und seine Narbe, die ihn trennt von anderen Figuren. Ja. Na, der hat schon viel. Also ich finde zum Beispiel auch die Ding cool, die Flipflops einfach. Irgendwie ist das super sympathisch und simpel zugleich. Einfach so ein, der schreibt eine Piratengeschichte und der Hauptcharakter sieht aus wie so ein Alanya-Tourist, Alter. Ja, stimmt, habe ich so noch nicht gesehen. Schon lustig irgendwie. Ist was dran, ja. Ja. Ich mag auch die rote Farbe, die er in seiner ersten Form hatte, ne? Ganz am Anfang von One Piece. Also es ist vielleicht sogar mein Lieblingsdesign. Wirklich? Ich mag dieses rote Oberteil, die Blue Jeans, die kurze und so. Weißt du, wo ich ihn am meisten mochte? Bei Impel Down, wo er... Das Gelb? Nee, das war Dressrosa. Orange und blau hatte er da irgendwie. Blaues Oberteil und orangene Hose. Ich glaube, gelb-blau war das, könnte es sein? Ja, das war, glaube ich, kein Plan, Alter. Bei Marineford hat er auf jeden Fall gelb-rot gehabt. Aber ich fand, bei Impel Down war es am besten. Ah ja, okay, ich hab's verwechselt. Ja. Das ist auch so eine Sache, die ich mag, also Character Design. Ne? Nicht jeder Manga macht sich die Mühe, dass sein Charakter im neuen Arc oder so oder nach einem Timeskip ein neues Design hat. Und Ruffy hat in jedem Arc ein neues Design, das gefällt mir. Ach so. Hat immer ein neues Outfit. Aber so, wenn ich darüber nachdenke, muss man eigentlich sagen, man muss noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Weil es gibt einfach noch so viel, was da drüber ist. Ne? Mhm. Und dann sowas wie diese Form. Die würde ich, also teilweise sehe ich die bei F. Von Impel Down jetzt? Nee, von die Ruffy. Die Formen, Achso. Die Transformation. Okay, wollen wir der Reihe mal durchgehen, Alter. Wie fandet ihr eigentlich sein Gear 2? Feier ich, aber ist designtechnisch nicht viel anders. Ne? Der dampft einfach, aber finde ich cool. Sehr cool. Ja, ist okay. Für mich ist das einfach Kaioken nachgemacht, Alter. Aber anders erklärt halt. Ne? Ich mag den anderen Twist, dass er das mit diesem Gummipumpen und so erklärt. Ich finde, das war schlüssig so. Schlüssig schon, aber optisch? Cool, der dampft einfach halt. Rot, Alter. Also ich fand das richtig cool, diesen Moment. Und das, was ich auch cool fand, ist, dass er Gear 3 gefühlt 20 Kapitel danach gepult hat. Das kam irgendwie dann dadurch überraschend. Mhm. Weil er hat auch lange gebraucht mit Gear 2, ne? Darf man auch nicht vergessen. Es kam sehr spät. Und dementsprechend, das war fast schon so spät, dass du dachtest, gibt es in One Piece überhaupt Transformationen und so, ne? Also ich finde, oder inzwischen overused der Transformation, vor allem bei Ruffy. Es ergibt auch nicht so wirklich Sinn, dass keiner Transformation hat, außer er fast schon, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber damals hat er das, ich würde sagen, bis Timeskip ist er mit Transformation recht gut umgegangen. Wann hat er seine erste Transformation gemacht? War das nicht bei Water 7 in der Gegend? Impel Down halt. Nee, nicht Impel Down. Enies Lobby. Enies Lobby. Ja. Auf Enies Lobby hat er Gear 2 gemacht gegen diesen Bruno. Ja. Und Gear 3 hat er gegen Lucci gemacht. Ja. Rob Lucci. Mhm. Also Gear 3 kann man auch nicht so wirklich zählen. Ne? Das ist eigentlich eher nur, dass seine Gliedmaßen größer werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, 4, ne? Da bin ich aber schon wieder bei, dass es sogar noch ein bisschen besser ist. Ich mag 4. Das ist einfach einzigartig. Weißt du, was ich daran mag? Dieses Geräusch, er sieht aus wie so ein Medizinball und dann kommt immer noch dieses Geräusch, dieses Buh, Buh, Buh. Ich finde das einfach cool, dass du diesen Shape mit einem Sound assoziieren kannst. Er sieht halt auch nach diesem Geräusch aus. Ich finde es halt originell, ne? Das ist mal wirklich was anderes. Das ist so, der hat sein ganz eigenes Ding gemacht. Er hat versucht, das so basierend auf den Formen, die da vorgekommen sind, aufzubauen. Ich finde es auch schlüssig, macht Sinn für mich. Ich finde das Design interessant, ansprechend. Ja.
was ich auch cool fand, du siehst halt, wie er diese Form konstruiert hat. Ne? Die Arme sind so haki, dann laufen die hier so ein bisschen Tribal-Tattoo-mäßig rein, was auch irgendwie aussieht wie seine Teufelsfrucht, dadurch, dass er so ballonig ist. Und dann hat er immer noch seinen komischen runtergezogenen Mund und macht ab und zu so, pustet irgendwas aus. Du siehst, dass er mit Haki, mit seiner Frucht und seinem Körper das irgendwie versucht zu konstruieren und zusammenzuhalten. Er kann das nur 10 Minuten. Das finde ich interessant, dass du siehst, dass er diese Scheiße halt irgendwie in seinem Körper erschaffen muss. Mhm. Das gefällt mir. Siehst du so dieses? Ich fand geil, dass seine Augen in der Form so eine schwarze Umrandung hatten. Ja. Das fand ich auch ziemlich cool. Finde ich auch. Ich verstehe halt, wenn man sagt, sieht beschissen aus, aber das mag ich auch an Oda. Ne? Der traut sich das einfach in so einem Moment, wo jeder jetzt das Coolste überhaupt sehen will, holt er einfach so was Quirky-mäßiges raus. Für mich gibt es dafür Pluspunkte, auch wenn der manchmal reinscheißt. So. In der Hinsicht. Aber Tankman, unnötig. Snake Man, einfach Gear 4 mit knackigen Armen. Und ja, Gear 5 ist dann wieder eine ganz andere Form. So, da sieht es wieder ganz anders aus. Ja, was sagt ihr dazu? Raphael, sag du mal. Gear 5? Oder die anderen erst? Also ich war nie ein Fan von Gear 4, aber ich mag zumindest, dass es kreativ war. Das würde ich auch dazu sagen. Gear 5 auf der anderen Hand. Ja, ich bin ehrlich. Ich finde es echt langweilig. Echt? Ja. Ich mag diese, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es hat so eine leichte Song Wukong-Anspielung aus meiner Sicht heraus, wegen den Wolken und so und seiner Frisur. Natürlich die Joyboy-Verbindung, die will ich ja jetzt nicht irgendwie runterreden. Vielleicht ist Son Goku auch, ne? Ja, ja, kommt ja alles so von derselben Lore, ne? Mhm. Aber prinzipiell finde ich, ist es, da ist nicht viel vorhanden, meiner Meinung nach. Also ich finde, da wurde nicht viel drauf gesetzt. Ich bin auch voll bei dir übrigens. Ne? Harter Statement. Also, ja. Also für mich ist Gear 5, ich kann ja mal meinen Take raushauen, Gear 5 ist für mich der größte Fehler in der Geschichte vom Manga. Oh, das ist stark. Der größte Fehler in der Geschichte vom Manga. Nicht, weil es keine schlechteren Designs gibt oder weil das irgendwie so unglaublich schlecht geschrieben ist oder so, aber das Design reiht sich gar nicht in das, was davor gekommen ist, ein. Es wirkt absolut entkoppelt von ganzen Rest. Es passt auch, finde ich, nicht zum Charakter. Aber allen voran ist die Fallhöhe bei One Piece so hoch gewesen, dass es für mich halt, also für mich ist das der größte Fehler, den man hätte machen können. Boah, okay. Es hat für mich alles verändert. Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, ne? 20 Jahre lang bin ich größter One-Piece-Fan gewesen und hätte man mich bis vor 5 Jahren gefragt, gibt es irgendwas, was du mir empfehlen kannst, was man lesen kann, was man sich anschauen kann, hätte ich immer gesagt One-Piece. Mhm. One-Piece ist eine der besten Geschichten, die je erzählt wurde. Und ich muss leider sagen, heute ist es nicht mehr so. Okay, was genau gefällt dir nicht an Gear 5? Das Aussehen, die Art, also wie es Gear 5, also ich muss das so ein bisschen differenziert versuchen zu erklären, weil das eine ist so mein persönlicher Geschmack. Das andere ist das basierend auf Character Design, was ich so weiß und was ich einschätzen kann. Und auch Storytelling technisch, so mein Hintergrundwissen, was ich habe, was ich da auch noch so mit einbringen kann. Das wirkt für mich nicht wie eine natürliche Evolution. Kann mir keiner erzählen, dass Oda von Anfang an geplant hat, die Gum-Gum-Frucht zu dem zu machen, ja, was es jetzt ist. Das war ein bisschen fragwürdig. Niemand hat damit gerechnet. Und wir haben 20 Jahre lang haben wir Ruffy dafür gefeiert, dass er nicht der Auserwählte ist. Wir haben ihn dafür gefeiert, dass er eigentlich nur so ein Junge ist, der eine Frucht hat, die noch nicht mal außergewöhnlich ist. Und damit aber so kreativ umgeht und dann die Welt verändert. Und dann ist der Junge der Chosen One halt. Ne? Ja, aber der Vater von Chosen One geworden. Also ist... Es gibt niemanden in Manga, der so einen Plot-Armor hat. Der ist die Verkörperung von Deus Ex Machina geworden. Ja, ich finde, es kommt sehr darauf an, wie er damit weiterhin umgeht. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Seit Gear 5 frage ich mich, ist das dann überhaupt für andere möglich, das One Piece zu finden? Ne? Weil Roger war dort, er konnte es nicht entschlüsseln, er konnte nur lachen. Und wenn das am Ende so gelöst wird, dass du original Joyboy sein musst, sonst könntest du dieses Race gar nicht gewinnen, das würde dieses Race schon irgendwie sehr nichtig machen. Ne? Ich fühle das gar nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor. Ich fühle das gar nicht und auch auf so vielen Ebenen. Also einmal Character Design technisch. Ne? Also
es ist natürlich in Anlehnung an, wie Raphael gesagt hat, an Sun Wukong, aber auch ein bisschen Super Saiyan ist da drin, ne, mit den weißen Haaren. Das ist, wirkt so uninspiriert im Vergleich zu dem, was vorher war. Dann, basierend auf diesen Gummifähigkeiten, haben wir gesehen, wie Oda halt versucht hat, neue Formen zu erschaffen. Ne? Also wie kann ich das nehmen, dann die Properties, also die Eigenschaften, ne, von Gummi verändern und daraus was Neues kreieren. Und dann plötzlich kommt da so ein 180-Grad-Turn und dann ist da was ganz anderes. Weil es ist nicht Gummi, es ist einfach irgendein Gott aus dem Nichts. Yeah. Und diese Gottfähigkeit und dieser Gott hat sowohl den Charakter als auch die Story einfach erstmal gerettet. Und zum, ich weiß nicht, wie oft wurde Ruffy Plot-Armor-technisch, Deus Ex Machina-technisch gerettet? Ja, immer halt, ne? Keiner, die versuchen ja nicht mal ihn zu töten, die sperren ihn lieber ein. Ja, aber der wurde doch vergiftet und wurde gerettet. Und ja, zum Beispiel. Wurde vor dem Blitzeinschlag, ne, der wurde vor der Guillotine vom Blitzeinschlag gerettet, wo noch. Wo Buggy ihn enthaupten wollte auf dem Schaffner. Ja. Ja, aber auch wie viel er in Marineford gerissen hat und es ihm wirklich was passiert ist. Marineford wurde gerettet. Also er hatte eigentlich nicht mehr wirklich was zu suchen auf diesem Schlachtfeld und hat da schon ziemlich viel gemacht dafür, dass er der Unerfahrenste war. Ne? Also der stand eigentlich den drei Admirälen gegenüber, weißt du, was ich meine? Mhm. Ab dem Punkt hätte er schon verrecken müssen. Also. Ja. Und dann wurde er zuletzt aber gerettet durch seine neue Frucht im Kampf gegen Kaido. Wo er auch gestorben ist oder ob er gestorben ist oder nicht, weiß man ja nicht so genau, ne? Und dann wiedergeboren wurde. Aber das fühlt sich alles so nicht One Piece an. Ich frage mich halt ab dem Punkt. Keiner hat gedacht, dass er tot ist in dem Moment, ne? Also, als ob es einen da draußen gab, der sagt, was, Ruffy ist gestorben? Und dann kommt Gear 5. Und so, jeder wusste, okay, der wird wieder aufstehen und dann kommt Gear 5. Weißt du, wie ich meine? Hm. Also, der hat so oft halt, Fakeouts gepult. Ich frage mich ab dem Punkt, ob der ganze vorherige Kampf dann irgendeine Relevanz hatte oder ob es einfach nur auf Gear 5 hinauslief. Das war dann die Win-Condition und dann konnte er endlich gewinnen. Aber alles vorher war eigentlich trivial dann, weil es kam ja eh nur auf Gear 5 an. Und was auch ganz komisch ist, und das ist so vom Storytelling-Standpunkt her, das macht nicht so viel Sinn. Also es fühlt sich irgendwie, als wäre da so eine Unstimmigkeit, die man nicht greifen kann. Also man kommt ja eigentlich aus einer Trainings-Arc in diesen Kampf rein. Hm. Ganz Wano war ja eine Art von Trainings-Arc für Ruffy, um dieses Hindernis zu überwinden. Und am Ende war aber nicht die Trainings-Arc, hat nicht die Trainings-Arc dazu geführt, sondern dieser Deus Ex Machina-Moment. Ja. Und das macht man nicht, das ist so ungewöhnlich und aber nicht gut gemacht, also es ist schlecht gemacht, weil normalerweise würde man sagen, ich spare mir diese Trainings-Arc. Oder man sagt sich halt, ich mache diese Trainings-Arc und das ist dann der Weg, der uns zum Ziel bringt. Und das fühlt sich halt alles, und auch, dass es den Charakter so verändert. Also für mich fühlt sich das immer so an, als wäre da irgendwie der Joker so und nicht Ruffy fast schon. Naja, er ist halt von einem Gummimenschen zu einem Gott geworden, kann man so sagen. Ja, aber ist es er selber noch? Es fühlt sich auch nicht wie Ruffy an für mich. Nee, es fühlt sich besessen halt an. Ja, wie besessen, der genau. Diesen Beat of Liberation oder wie die Scheiße heißt in seinem Herz. Und das gibt ihm so einen dauerhaften Grinsen, Adrenalinkick, Cartoony-Film. Okay. Ja, was sagt ihr aber zum Optischen? Die Herleitung ist in der Tat fragwürdig. Was sagt ihr zur Optik von Gear 5? Ich will mal eins über Gear 5 sagen, das habe ich noch nie gesagt, aber ich denke mir das immer. Kennt ihr von Mario Galaxy die Wolkentransformation von Super Mario? Bruder, die erinnert. Also, das erste, wo ich Gear 5 gesehen habe, habe ich an diese Wolkentransformation von Super Mario Galaxy gedacht. Schon immer. Ich meine, diese Flammenhaare, die erinnern schon an Dragon Ball. Ne? An Dragon Ball, ja. Ja, ich weiß nicht, ich finde es schon weit weg. Ich meine, wie oft gab es das schon, diese Flammenhaar-Geschichte so, ne? Zeig mal her. Ich suche gerade, Leute. Warte, ich finde das. Wolken Mario Galaxy. So, ich finde es gleich, Leute. Ah, hier, ich hab's. Heftig, ne? Das ist doch Gear 5, Alter. Immer muss ich an ihn denken. Gewisse Ähnlichkeit ist, ich mag halt dieses weiße Design. Ne? Ich finde, das sieht cool aus, dass er weiß ist. Aber für mich ist so Gear 5, also ein Gear 6 sollte es auf keinen Fall geben. Das ist jetzt schon so, das Glas ist schon sehr voll und da sind schon ein paar Tropfen runter. Mal schauen, wie er es weitermacht. Aber das ist so ein Schritt, also das nächste wäre so Super Saiyan Blue, dass er jetzt auf einmal blau wird und noch rot und noch türkis oder so. Also ich bin total befangen, deswegen kann ich nicht objektiv da irgendwas sagen. So, für mich ist das F, weil ich mag auch nicht die Tatsache, dass es nicht mehr die Gamu Gamu no Mi ist. Mhm. Für mich ist One Piece und Ruffy, das war einfach so die Story von diesem Jungen,
der aus nichts etwas gemacht hat durch seine eigene Kreativität und nicht einfach der Chosen One aller Chosen Ones. Ja. Das hat ihn unterschieden von einem Ichigo und von einem Naruto. Richtig, und jetzt ist er noch schlimmer als sie geworden. Ja. Hey, ich bin gespannt, was Oda noch draus macht, aber ich habe auch sehr... Meinst du, der kann das noch rumreißen? Vielleicht, also ich habe Angst vor dem Plot, ne? Ich habe sehr viel Angst vor dem Plot. Ich habe generell Angst vor dem Ende von One Piece. Ich habe jetzt schon Probleme damit, ne? Rückblickend hat das keinen Sinn gemacht, dass er nie wirklich verfolgt wurde von der Weltregierung. Ja. Und so. Also viele Sachen hat er jetzt riskiert und jetzt wahrscheinlich schon kaputt gemacht. Wenn ich das noch trotzdem sagen bin ich darf, gespannt. Es ist auch so ungewöhnlich, so auch vom Storytelling-Aspekt her, so spät noch im Endgame quasi neue Charaktere da vorzustellen. Neue Final Bosses oder sowas. Ne? Das macht man nicht. Das ist so ungewöhnlich, dass ich mich echt gewundert habe, weil das ist so total oder untypisch. Oder ist er dafür bekannt, dass er so die ersten Puzzlesteine legt, ganz am Anfang der Story. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen, weil ganz viel von dem, was wir jetzt gerade sehen... Aber wen meinst du gerade, die Gorosei oder was? Imo zum Beispiel. Aber den Reveal fand ich geil, weil den hat er so... Ich meine, den kennt ja keiner, der war nie auf der Map und ich finde, der passt da organisch rein. Die was ist mit den Gods Knight? Dann sind dann noch so neue Charaktere, die so aus dem Nichts kommen. Da sehe ich auch so und ich finde auch, dass es langsam so ein bisschen so wirkt. Viele Stories, vor allem Anime und Manga, haben das Problem... Die Welt soll anscheinend schon seit tausenden von Jahren existieren, aber in der Main-Character-Lifetime passiert auf einmal so viel, ne? Und es wirkt dann so ein bisschen gesettet. Und das Problem kriegt One Piece gerade ein bisschen für mich. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Wenn die Connection mit dem verlorenen Jahrhundert und so schlecht wird, dann kriegt One Piece bei mir gut viele Minuspunkte. Wenn die gut wird, dann kann das alles retten, auch Gear 5 und so. Okay, Leute. Wir wollen das Character-Design. Ja. Ich sag A, weil... Ruffy A? Genau, ich kann wenig an Ruffys Design kritisieren, aber es ist trotzdem, muss Luft nach oben geblieben werden, weil es gibt noch perfektere Charakter-Designs, sag ich. Ich finde seine Optik, die Herleitung von Gear 5, wie gesagt, ist fragwürdig, aber ich finde seine Optik nicht schlecht. Mhm. Ich finde cool, dass er so eine Art Schal um den Körper hat, der seinen Hals so umrahmt. Und es sieht godlike aus, wie in diesen japanischen Mythologien und dann, da haben doch auch viele Figuren so einen Schal um den Körper herum. Ich finde, das wird gleichzeitig wieder negiert dadurch, dass viele andere Figuren so einen Schal auch haben. Zum Beispiel Rob Lucky hat so ein Ding auch, Alter. Und die Gorosei, zu viele auch in genau einem ähnlichen Zeitraum, weißt du? Wenn es wenigstens einer wäre, den wir schon vergessen haben, oder so. Es ist so, als ob dein Nachbar den gleichen coolen Baum hat, den du aus einem exotischen Land geholt hast. Das ist gerade so Fashion-Trend in One Piece. Ja. Ich finde cool, dass er aber rote Augen hat. Ich finde cool, dass er weiße Haare hat. Seine Haare sehen aus wie so ein, wie so eine Teufelsfrucht in seinen Haaren. Die sehen cool aus. Wie die Feuerfrucht in Weiß. Aber welche, Gesamt-Ruffy, welches Tier? Ich würde A sagen. Ich sag auch A. Ref. Ich sag B. Ja? Dann sind wir bei A gesamt. Würde ich sogar fast auch mitgehen. Ich würde auch fast sogar B sagen. Ja? Okay, dann gehen wir auf B runter, ne? Ja. Bin ich auch zufrieden. Es gibt auf jeden Fall coolere Charakter-Designs als Ruffy. Wir können später nochmal drüber reden, weil Ruffy ist jetzt der Erste, den wir gesetzt haben. Kann sein, dass wir gleich das Gefühl kriegen, dass er höher muss oder so. Ja. Der nächste Charakter, den ich ranken würde, ich will darüber reden, Eisen aus Bleach, Leute. Boah, interessant. Ich will eine Sache sagen, was ich bei Eisen hart feiere und die habe ich noch nie irgendwo anders gehört, außer bei mir. Ich feiere diesen Move, dass er so aussieht wie Superman, aber evil. Klar, kennt. Ja, er ist Clark Kent mit seiner Brille, mit seinen Haaren nach vorne und sein Superman-Wesen ist dann dieses Eisen-Reveal-Ding und so. Ich finde diese Idee irgendwie cool, so eine Art Evil-Manipulator-Superman zu erschaffen. Ich finde cool, dass er ohne viel Schnickschnack auskommt. Finde ich auch cool, generell bei allen Bleach-Leuten. Ja. Der hat ja nicht viel. Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Mensch mit einem coolen Umhang. Mm. Und selbst sein Umhang ist nicht fancy, sondern total auf dem Boden geblieben. Ich feiere, dass so viel Weiß zum Einsatz kommt. Mm. Und Eisen lebt viel von seinem Blick und seinen Haaren. Aber gleichzeitig muss ich sagen, Bleach hat heftig gute Designs, finde ich. Und Eisen ist für mich nicht eins der besten zum Beispiel. Nein. Ich finde, es gibt in Bleach sehr viele, die ihn toppen. Viel also, besser, ja. Props an Eisen, generell Bleach, starke Designs so im Durchschnitt, aber es gibt deutlich besseres. Deswegen Mayuri, bestes Design deswegen Bleach. Nein. Doch, ich finde schon. Aber deswegen würde ich ihn wahrscheinlich auch weiter unten einstufen. So, ja. Ist cool, aber safe nicht Ruffy-Level für mich zum Beispiel. Was würdet ihr sagen? Ich sag C. Ich auch, vielleicht C, ja. C bin ich down. Finde ich auch okay. Da ist ja nicht viel vorhanden bei ihm. Ne? Es ist nicht viel vorhanden. Wir haben gerade eigentlich alles gesagt, was Tim zu sagen hat. Aber wie fandet ihr sein Design, wo er sich quasi transformiert hat und keinen Mund mehr hatte? Das fand ich cool.
Also es ist jetzt auch nicht das beste Design überhaupt, aber ich fand es cool, dass es so ein bisschen Android-Auto-mäßig aussah. Ich fand es ein bisschen generisch, wenn ich ehrlich bin. Ja, also es ändert nichts an der Platzierung, ne? Hm. Okay, Leute, wir wollen über... Lass uns über... Ey, der ist geil. Jetzt kommt's. Spider-Man. Einfach mal einmal kurz raus aus Anime und Manga. Einmal kurz. Okay, also. Bro, der hat so viele Anzüge. Wir nehmen jetzt auf den OG, Classic. Den jeder kennt. Wir nehmen den OG. Der beste Anzug von Spider-Man ist der mit diesem Tobey Maguire-Film, Mann. Für mich auch. Das ist auch der Classic Spider-Man. Ja, ist das der Classic. Aber ich sage euch ehrlich, ich feiere zum Beispiel den neuen auch mit diesen Spinnenarmen und so, aber nicht so wie den Tobey Maguire Spider-Man. Aber auch Black Spider-Man ist S-Tier. Ey, ich finde Spider-Man muss S-Tier. Ja, klar. Also. Wie kann man da sprechen? Keine Frage. Allein diese Tatsache, Spider-Man. Dass du eine Spinne machst, jeder würde einen Spinnencharakter schwarz designen, ne? Genauso wie einen Fledermaus-Charakter. Mhm. Aber dass du ihm so diese blau-rote Kombo gibst, oh, nochmal heftig. So. Es wird nie wieder ein besseres Spinnen-Mensch-Hybrid-Design geben. Mhm. Ja. S. Freunde, wie wäre es mit Guts aus Berserk. Boah, interessant. Ich sag locker S-Tier. Ehrlich? Ja, safe. Für mich ist es wahrscheinlich das beste Anime. Machen wir jetzt auch wieder, wir machen wieder Gesamt, ne? Raphael, was sagst du? Ich mag nicht das Zeug, das er als Jugendlicher anhat, mit seinem Eierschutz und so. Das sieht ein bisschen ass aus. Aber als Erwachsener feiere ich die Golden Age Arc Sachen, die er anhat. Ne? Ist halt sehr Söldnermäßig. Ist ein bisschen Standi mit seinem Cape und so. Später endet er ein bisschen sein Equipment, geht er in Black Swordsman um. Finde ich richtig geil schon. Vor allem hat alles an ihm hat einen Nutzen. Ne? Seine Tasche hat einen Nutzen. Du siehst, wo er seine Bomben drin behält. Das ganze Equipment, das er an sich trägt, auch diese Schnalle um ihn herum, wo die ganzen kleinen Messer drin sind. Irgendwie hat er alles einen Nutzen an ihm. Da ist nichts Sinnloses an ihm dran. Mhm. Aber trotzdem hat er wenig Rüstung an sich, dass er noch genug Bewegungsfreiheit hat, weil er halt einfach so kämpft. Ich finde, da wurde... Miura hat sich schon sehr viel Gedanken gemacht. Was muss ich da jetzt auf ihn draufsetzen, was Sinn hat und was nicht? Mhm. Was sieht cool aus, was nicht? Und dann später die Berserker-Rüstung, Bro, die ist für mich so iconic. Ist halt einfach legit schon einfach nur eine schwarze Rüstung, aber die sieht so geil aus, auch mit dem Cape. Allein die wäre schon S-Tier für mich. Aber die vorherigen Designs finde ich halt wirklich alle gut, bis auf das mit den Jugendlichen da, mit seinen komischen Eierhalter da. Aber ansonsten wirklich... Für mich S-Tier. Digga, was hast du gegen diesen Eierhalter? Aber Bro, dieser Helm ist doch crazy, den er da hat. Diesen Foot-Rugby-mäßig. Ja, aber hast du den Eierhalter noch im Kopf? Der sieht lame as fuck aus. Den Eierhalter, den kann ich verzeihen. Bruder, wenn das gesellschaftlich akzeptiert wäre, ich würde safe so einen Eierhalter haben. Ich auch, Alter. Was sagst du, Alpay? S-Tier. Ja? Ja. Einfach nur ikonisch. Hm. Kann man nicht anders sagen. Also, man muss ganz ehrlich sagen, viel lebt da auch von dem Stil, ne? Also Miuras Zeichenstil trägt auch viel dazu bei, weil der Charakter an sich hat jetzt außer Frisur und seinen Narben, die er so hat, hat er jetzt nicht so super viel. Ne? Also, ja, seine Rüstung. Wenn er jetzt einen Anzug anhätte. Also würde man ihn nicht direkt erkennen. Ja, schon, aber halt nicht anhand seiner Silhouette zum Beispiel, sondern du müsstest schon seine Features sehen, so die er im Gesicht hat. Ja. Also da gibt es definitiv Charaktere, die so wirklich auf den ersten Blick, so wo du sagst, so okay, das ist unmissverständlich, diese Figur oder dieser Charakter, wo ich sagen würde, das ist sogar noch ein Ticken besser, aber das heißt nicht, dass das irgendwie schlecht ist. Und das ist, glaube ich, auch dem Realismus geschuldet, ne? Wenn du dich für eine relativ realistische Statur entscheidest, dann kannst du keine... Ja, und auch das Setting auf jeden Fall ist auch etwas realistischer. Ja. Höchstens an seinem Igelkopf konnte man die Silhouette erkennen. Das aber auch nicht leicht. Was denn? Ja, weil Sord hat eine ähnliche Frisur, wäre dann schon ein bisschen wieder schwierig. Ich frage mich immer, ob die Frisur von dem in echt auch funktionieren würde, weil ich glaube, die wird so mit am beschissensten aussehen, wenn du die in live machen würdest. Weißt du, wie aussehen würde? Macht gar keinen Sinn irgendwie. Kennt ihr noch diese erste Frisur von Bill aus Tokyo Hotel, als er durch die Monsun gesungen hat? Ja, so ungefähr. Würde hinkommen, ja. Ey, wisst ihr, was bei Guts seinem Design so krank ist? Ne? Sein Design spricht so heftig für sich, weil du siehst es so am Anfang, und der hat diesen Roboterarm, ein Auge fehlt, diese Schwerter, die Raphael angesprochen hat und so, dieses Cape, diese Ausstrahlung und so. Und du weißt gar nicht, warum das so ist. Auch diese Shotgun, die er noch unter seiner Armbrust hat und so. Also er hat richtig viele Gadgets, die einfach cool sind, wie er kämpft. So, die feierst du einfach, ne? Der hat einfach Gadgets, mit denen er kämpft, die sind überall. Und später erfährst du dann, woher das alles kommt. Und es ergibt alles Sinn. Es hat alles eine tiefere Bedeutung. Diese Schwerter, die sind von Judeo. Der quasi
später in der Story passiert was mit ihm und dann checkst du, warum Guts diese Schwerter trägt. Aber du siehst ihn quasi am Anfang von Berserk mit diesen Schwertern, jumpst dann zurück in die Zeit und erfährst, wie diese Schwerter da hinkommen. Genauso wie sein großes Schwert immer größer wird. Einfach weil das für ihn so ein Protector ist, ne? Weil das so gefühlt sein einziger Freund ist und so. Oder wie sein Arm entstand. Du siehst diesen geilen Roboterarm und du feierst den einfach, weil der eine Shotgun da drin hat. Also er ist einfach cool und badass. Und dann checkst du, wie er diesen Arm verloren hat, wie episch das eigentlich ist und wie tragisch das eigentlich ist. Und dann hast du dieses Design, was einfach nur cool und flat ist, aber im Nachhinein deep und episch. So beides zugleich, weißt du. Am Anfang der Story hast du das Coole und in der Mitte der Story hast du die Vertiefung davon. Und später kommen noch diese grauen Strähnen dazu, die repräsentieren, dass er halt älter wird und so. Auch dieses verschlossene Auge. Also ich finde, Detailgrad gibt es kaum einen, der mehr hat als Guts. Ich finde aber auch, dass er an sich, wenn du den anschaust, das erzählt eine Geschichte. Weißt du, was ich komplett meine? Du siehst ihn an und du siehst, es ist ein gefickter Mensch und der ist bereit für Krieg. So. Der ist hier, um zu fighten. Aber du siehst auch, das kommt irgendwo her. Der ist nicht ein Psycho oder so. Also ist er schon irgendwo, aber... Und das meine ich damit. Und das Krasse ist, es kommt darauf an, wann du ihn in der Story anschaust. Je nachdem, wie viel du über diese Geschichte weißt, dann dementsprechend sagt sein Character-Design dir etwas anderes über ihn aus. Ja. Das finde ich voll krass, dass du in seinem Character-Design so viele Facetten hast. Und Digga, Berserker-Armor, dann ist sowieso vorbei, Alter, wie krank das aussieht. Das ist echt heftig. Also das, ich glaube, für mich ist das beste Design in Anime und Manga. Easy S-Tier-Contender. Ja, mal schauen, wir müssen darüber reden. Ich habe nicht so viel drüber nachgedacht, aber Guts ist schon verrückt halt, wie viel der einfach hat. Okay, sind wir alle down mit S-Tier? Jo. Ja, ich erhebe keinen Einspruch. Habt ihr einen Charakter, den ihr pitchen wollt? Boah, Giorno Giovanna. Lass doch mal vielleicht ein paar so schnell durchgehen, ansonsten. Ein paar schnelle raus. Ja, wir haben, glaube ich, erst 4. Okay, safe, wir sind schon wieder echt Madara, Leute. Ich sag euch ehrlich, geht. Das Einzige, was ich an ihm feiere, ist seine Samurai-Rüstung. Ja, finde ich auch cool. Aber das ist ja was Besonderes eigentlich. Ja, aber das Coole ist, dass es halt auf die alte Zeit verweist. Aber also, die hat halt da gibt es deutlich bessere. Ja. Also Pain. Viel geiler, ja. Ja. Pain, wahrscheinlich bestes Design aus Naruto für mich. Fühle ich viel mehr, ja. Boah. Auch coole Story eigentlich. Coole Backstory. Character. Ich find Itachi hat das beste Design aus Naruto. Der hat doch einfach, der ist doch nur müde. Ja. Einfach nur müde. Der Junge hat so Augenringe, das ist auch noch. Ja. Der hat Ninja-Lepra, so wie fast so wie viele in Naruto. Ja, Bruder, sein Umhang halt, der ist absolut ikonisch. Aber Pain hat natürlich diese Piercings und so weiter. Also Madara ist für mich so eh. Für mich auch, so einfach. Ist okay. Ja. Also alle mit. Besser, Hashirama besser, also. Gefühlt alle, ja. Alle gefühlt besser. Es gibt schon ein paar, die beschissen aussehen, aber weiß ich nicht. Vielleicht sogar. Wisst ihr, welches Design ich in Naruto auch crazy feier? Können wir auch einfach ranken? Also lass mal Naruto ranken. Ja, komm, den lass Charakter. Mal ein paar schnell machen. Also wir haben gesagt, Pain. Ah, Pain. Oh, was sagt ihr Pain? Weil ich sag, Pain ist crazy gut. Ich mag sein Design. Ja, ich finde auch. Ich würde sagen B. B oder A, aber also S safe. A würde ich nicht machen. Wen haben wir denn? Ich würde auch B gehen. Das ist B, also hier ist kein S. Das musst du okay, vorstellen. Okay, okay. Ruffy ist auf B. Ich sag euch ehrlich, ja, Pain C. könnte allerhöchstens neben Ruffy stehen. Allerhöchstens. Ja, da war noch ein Auge zudrückt sogar. Okay, C dann. Ja. Also die Leute müssen an Ruffy vorbei, ne? Das. Was sagt ihr zu Naruto seinem Design? Weil ich liebe seinen. Was war das nochmal für ein Modus? Sein Eremitenmodus. Wie hieß der nochmal auf Sage Englisch? Mode. Sage Mode. Boah, ich feiere den mit den zwei Fröschen, mit den. Der hat sich einfach kurz noch Kajal draufgepackt, damit er gegen Pain gut aussieht. Bevor wir Naruto machen, lass noch schnell Jiraiya. Okay, aber Jiraiya ist für mich vielleicht oder Top 3 oder so Naruto-Designs. Ja, oder? Ich feiere ihn hart. Oder? Aber er ist komplett 1:1 aus Mythologie übernommen. So. Ja, macht nichts. Das. Also. Macht ein bisschen was, finde ich. Minimal was. Der sah halt genauso aus wie der mythologische Jiraiya. Mit dem Frosch sogar. Aber den finde ich, würde ich auch sagen, Top 3. Weil würde ich auch sagen. Naruto. Würdest du aber... Naruto auf 1, definitiv. Also der ist tatsächlich so ikonisch, dass ich sagen würde, das ist so Character-Design-technisch. Entweder genial oder so ein Glücksgriff. Findest du? Ja. Naruto wirkt kalkuliert. Der Wiedererkennungswert, der ist so heftig, ne? Auch mit den Stirnbändern und so. Ja. Ich finde, Narutos Outfit ist einfach Son Gokus Outfit. In ein bisschen schlechter. Es ist ja nicht mal...
Es ist sogar dieselbe Farbe, Alter. Aber diese Outfits allein, diese haben so einen hohen Wiedererkennungswert. Die haben eine ganze Generation von Cosplay. Ja. Auch diese Ballonsilhouette. Eine Welle haben die ausgelöst. Ja, aber ich hasse diese Schuhe. Bleach hat das nie geschafft, zum Beispiel. Na, Ich würde Naruto definitiv bei S hinpacken, weil einfach der Wiedererkennungswert so groß ist. Aber Naruto, den Charakter bei S? Ja, jetzt nicht, es ist ja keine Character-Tierlist. Doch, doch. Aber also, Characters. Character-Design-Tierlist. Character-Design-Tierlist, ja. Der Charakter Naruto, sein Design auf S. Ja. Interessant, Alter. Ich würde es nicht machen, weil er soll ja auch am Anfang abfucken. Ne? Er ist so eine Göre und so, der Aufmerksamkeit will. Und mich fuckt sein Design auch ab. Ich mag die Dreiviertelhose nicht und ich mag die Schuhe nicht. Aber ich komme jetzt gerade eher von einer persönlichen Abneigung gegen sein Design als von einer genialen. Ja, genau. Für mich sieht Naruto aus wie so ein Marcel. Immer dieser Name Marcel. Also, wie gesagt, ich feiere nur nicht, dass es stark an Son Gokus Outfit angelehnt ist. Der eigene Beitrag ist auch da. Diese Schuhe, diese kürzeren Hosen, dieser Kragen, Stirnband. Ist alles hinzugedichtet worden. Aber ich finde die Grundidee, auch die Haarfarbe, ist von Son Goku abgenommen worden. Nur das Stirnband. Aber wie gesagt, der eigene Beitrag ist auch da. Ich würde höchstens. Aber diese die Katzendinger. Nicht Tattoos, Narben oder was auch immer das ist. Ja. Wir müssen noch über die Transformation reden, dann wird das Ganze noch ein bisschen klarer. Ja, gut, Baron dann. Mode sieht scheiße aus. Ja. Sind wir uns da einig? Baron Mode soll nicht mehr existieren. Sage Mode sieht göttlich sieht aus. Cool aus, ja. Und diese ganzen Halbbeast-Formen mit Two-Tails und so, ja, sehen auch geil aus. Also dann würde ich es runterstufen, dann würde ich auf A gehen. Wenn ich alle Formen so mit reinnehme. Ich mag auch seinen Dings Kyuubi-Chakra gemeisterten Modus nicht. So den mag ich auch nicht. Der gelbe, ja, das sieht ein bisschen. Also, ich finde den gar nicht schlecht. Ich finde, seine coolste Transformation ist das, wo man auch die Knochen der Bestie so sieht. Finde ich auch gut. Das ist eine gute Form. Aber ja. Insgesamt, ich würde sagen, im besten Falle A. Schau mal, ich habe noch eine Idee, wie wir da vielleicht nochmal auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ist Naruto sein Design besser als das von Ruffy? Ja. Findest du? Ja. Ich glaube, ich finde das von Ruffy besser. Also besser. Ich würde sie auf eine Stelle packen. Besser, so sag ich's mal. Besser ist schwierig zu definieren in dem Fall, aber der Wiedererkennungswert, der ist sogar noch größer, finde ich, bei Naruto, würde ich sagen. Ist interessant, weil, also, wie vorhin gesagt, ne, bei Ruffy ist es halt der Hut, der diesen Wiedererkennungswert macht, und bei Naruto, ich weiß schon, was du meinst. In Naruto diese Hose, sind sehr, sehr viele Merkmale. Auch dieser Kringel hier und so. Das heißt nicht, dass ich das persönlich besser finde. Nee, das muss man auch nochmal differenzieren. Genau, also ich hätte A gesagt, was sagst du? Besten Falle A gesagt. Ich bin für B. Ich finde ihn nicht besser als Ruffy. Du bist das Zünglein an der Waage? Ich bin bei B, Narutos Design. Ja. Das ist schon sehr gütig. Dann wird's B. Ich find's gut. Neben Ruffy steht er meiner Meinung nach richtig. Ja, ja, ist nicht schlecht. Ich finde auch, das ist okay. Wir sind mit Naruto-Charakteren durch. Aber dann packen wir Ichigo bitte nicht auf B dann. Drunter oder drüber? Da drunter. Also was bei mir das Problem bei Ichigo ist, wie bei den Blue Lock-Charakteren, der hat ein bisschen wenig, was er bietet. Er hat im Grunde nur seine Haarfarbe und seinen coolen Anzug. Aber, ey, wir vergessen gerade zwei. Also sein Shape ist, finde ich, der beste. Von der Körpergröße, wie breit, wie dünn der ist, ist, finde ich, der beste. Und Transformation, Leute. Ichigo hat sehr nice Transformationen optisch, finde ich. Ein bisschen arg viele, aber ich finde, die sehen alle crazy aus. Ich finde, sein Bankai ist sleek. Ich mag das. Das ist alles sehr schön dünn und stylisch. Seine finale Form mit den Doppelschwertern, die feiere ich jetzt nicht so sehr, nee, weil die nicht schlecht aussieht. Aber die Maskenform? Was meinst du, die Maskenform? Ulquiorra Maskenform finde ich gut. Ja, doch, die ist schon cool, aber die erinnert mich sehr stark an Masoku von Yu Yu Hakusho. Ja, man könnte auch White noch als eine Form von ihm definieren, finde ich auch crazy, aber ist auch irgendwie mehr Jurbach, oder? Also ich finde, Ichigo sieht cooler aus als Ruffy und Naruto, aber würde ich zustimmen. Design. Ja, besser Design. Cooler, ja, aber das war es dann auch schon, was er. Also ich würde ihn da drunter, ja, oder was? Ich würde ihn allerhöchstens selbes Tier, warte. Das können wir nicht machen. Ich bin cool damit, wenn wir ihn neben Pain und Eisen stellen, weil ich finde Pain besser als. Finde ich passt voll gut rein. Geh ich. So. Akzeptiere ich, aber er sieht cool aus. So. Cooler als Pain? Cooler als. Ja, finde ich auch. Aber schau mal, ich finde, also zum Beispiel, ich finde auch, dass Pain cooler aussieht als Ruffy und Naruto. Aber trotzdem sollte er nicht über ihn sein. Ich finde nicht, dass Pain cooler als Ruffy und Naruto aussieht. Echt? Nee, finde ich nicht. Boah, ich finde Pain sieht richtig cool aus. Was haltet ihr davon, wenn wir mal ein paar Villains machen? Ich finde Villains sehr gerne. Ich will einen Charakter reinwerfen. Leute, ich will einen Charakter reinwerfen. Hau raus. Wer von euch kennt Grunbelt von Berserk? Geil, feier ich. Ich liebe sein Design. Starker Move. Das ist einer meiner Lieblingsdesigns. Ich zeige euch das mal kurz. Ja. Editor, bitte zeigt das auch.
Das ist so seine normale Form. Mhm. Und wo ich noch geiler finde, ist seine wahre Form, seine Drachenform, wo so ein Kristalldrache ist im Prinzip. Aber ich finde Berserk hat bessere. Irvine ist ein krasses. Ich finde ihn slick, aber ich finde, dieser Drache ist für mich so geil. Ja, und ich mag auch einfach, der Dude ist über 3 Meter oder so, der ist 3,5 Meter. Der ist auch einfach so ein Tank. Seinen Helm finde ich voll geil, den sieht man hier ein bisschen besser. Ja, Mann. Der ist ja auch so drachenthemed. Und seht ihr diesen Arm? Das ist auch ein Schild, aber das ist eher wie so ein. Das ist so eine Kanone drin. Wie so ein Kabuto von Pokémon, wie so eine Kanone, weißt du, wo er auch so einen Shotgun-Schuss draufballert. Ja, genau. Und dieses rot-silberne, ich feiere den hart. Plus sein Hammer, ich finde, für mich ist das ein richtiger Wikinger, ein richtiger Kriecher. Für mich ist der Easy auch S-Tier, ich liebe den. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere, auch vom Design her. Ich finde es so geil, weil Guts ist groß. Guts ist fast 2 Meter, bisschen drüber so. Und dann kommt er und Guts sieht einfach aus wie ein Kind. Und er fängt an, seinen Hammer so zu schwingen. Und dieses Design ist so furchteinflößend, weil Guts hat bisher immer gegen Monster gekämpft, die größer sind als er. Aber durch die Darstellung und so, wie Gurumbelt aussieht, wirkt er noch viel gefährlicher. Du checkst direkt, der ist nicht so wie die anderen. Das ist noch eine viel größere Gefahr. Und der Drachenaugen. Einfach, genau, einfach mit dem ersten Blick siehst du direkt, der ist ganz was anderes. Was für Augen hat der? Drachenaugen. Der hat so Drachenaugen. Also ich finde es auf jeden Fall cool, aber ich finde also Skull Knight zum Beispiel, das Design ist. Ja, mein Problem ist, wenn wir den in S packen, dann müssen wir alle unsere Charakter in S packen. Findest du? Ich finde zum Beispiel, Skull Knight ist für mich A-Tier. Ich finde ihn cool, aber ich finde, da ist nicht so viel an ihm dran. Ja, aber findest du nicht jetzt zum Beispiel, dass du bei Skull Knight, wenn du jetzt sagen müsstest, so, welche Merkmale hat der, du könntest es sofort beschreiben, sodass sich jemand das vorstellen kann, wie er aussieht, exakt. Mehr so stimme ich dir zu, aber ich finde, bei Gurumbelt geht das auch. Könntest du? Ja, ich finde Berserk hat generell unfassbares Charakter. Ich finde auch, Zod, finde ich jetzt sogar noch, hat einen höheren Wiedererkennungswert. Ja, einen Horn. Und wisst ihr, wer geil ist in Berserk? Slain, Alter. Diese das war klar, dass er wieder mit der Chick kommt. Die ist geil, Mann. So eine halbnackte Frau, die quasi ein Succubus ist. Ihr erstes Panel, wo sie so erwacht, boah, Alter, das sieht so krank aus, wie die aus dieser schwarzen Materie aufsteht. Also ich finde, die haben alle starke Competition, vor allem von den Apostel von der Hawks, ne, von den neuen. Auch Rakshas, finde ich, sieht geil aus mit seiner Maske. Ist einfach nur eine Maske mit einem Umhang. Ja. Aber der sieht auch geil aus. Aber für mich sticht Gurumbelt immer heraus. Void ist auch. Void ist geil. Alter, ja, Void ist S-Tier. Void wäre auch S-Tier. Master-Tech für Grown-Up. Ey, ist so. Okay, wo packt ihr diesen Charakter hin jetzt? Ich sag Gurumbelt A, weil ich finde, wenn du ihn S packst, dann muss fast jeder Berserk-Charakter ein S. Nein, S nicht. Das ist für mich zu viel. Ich hätte C gesagt. Ich gebe Veto. Was sagst du denn? Ich würde B sagen. Designtechnik. Dann sage ich S, dass wir ein bisschen hören können. Okay, Leute, dann sind wir auf B gelandet im Gesamtranking. Völlig akzeptabel. Aber okay, dann paar Villains. Ich will. Willst du was in den Raum werfen? Ich würde Ulquiorra jetzt in den Raum werfen. Ich finde den Hammer geil, Alter. Wir können auch davor was anderes besprechen. Ulquiorra? Ja. Aus Bleach oder jetzt hier. Ja, ich kenne ihn. Ja, klar. Ich fühle ihn. Aber was mich aufregt, ist, am Anfang vom Bleach hat der sein Loch hier und im Laufe der Story war es dann bei seinem Herz. Ja. Ich glaube, der wollte am Anfang so Raucherprobleme bei ihm schreiben. Und dieser Herz-Flashback, der ist dann später erst in seinen Kopf gekommen. Ach du Kacke. Ja, keine Ahnung. Ich finde ihn okay. Weißt du? Ich finde ihn nicht so geil. Ey, wisst ihr, warum sein Herz hier war? Weil der hatte ja seinen Mantel zu. Hm. Und er wollte trotzdem, dass man das sieht und dann musste er das so hochschieben. Also ich finde sein Design nicht so, ist nicht so krass. Ich finde nämlich zum Beispiel Grimmjow cooler. Finde ich auch. Grimmjow hätte ich auch noch auf der Liste. Grimmjow erinnert mich auch an diese, ich habe vergessen, wie die heißt, aber einfach diese School Delinquents von früher von Japan mit dieser tolle so. Ja, Kuwabara von Yu Yu Hakusho zum Beispiel. Und diese blauen Haare sind einfach geil. Ja. Er hat auch so ein bisschen so, er sieht so ein bisschen biestig schon aus vom Gesicht her. Das finde ich auch nice. Er sieht so aus, wie sein Charakter ist, wie er sich benimmt. Und das liebe ich am Bleach Designs. Das kriegt er immer gut hin. Ulquiorra sieht auch aus, wie er sich benimmt. Wie so ein Geist, der sich so ein bisschen langsam bewegt und so irgendwie. Also was sagt ihr? Ja, ich würde Ulquiorra. Ich denke halt immer an diese Ruffy-Naruto-Hürde, ne? Ja. Ich mag bei Ulquiorra dieses Design, wo er noch so einen Mantel hat, aber ohne Mantel sieht das ein bisschen bescheuert aus mit diesen Stelzenbeinchen und diesen Krähenfüßen. Das feiere ich dann nicht so. Mit Mantel. B. Ey, ich finde auch cool, dass er so Flügel hat, Leute. Unnormal. Ich finde auch nicht schlecht, dass er so Stelzenbeinchen hat. Und es hat so was Greifenartiges mäßig. Dieses Grün-Schwarz ist auch eine crazy Kombi. Die ist overpowered. Die Matrix-Kombi. Ja, Mann. Matrix-Drip. Ich sag C. Ich sag auch C. Ich sag B. Dann landen wir. Scheiße.
Scheiße. Unteres B. Im Zweifel gehen wir runter. Ja, okay, machen wir C. Im Zweifel gegen den Angeklagten. Ja, Mann. Okay, ich hau mal einen raus. Hau raus, ja. Der Kirito. Ja, F. Der. Also wirklich, mach mal ein extra Tier für den Editor und mach Schmoddertier oder Mülltier. Das ist das gottloseste Kirito. Anime- und Manga-Design weißt du, was überhaupt. Das ist so, wenn du bei Character Creator auf Randomized aufdrückst. Ja, genau, random yeah. Anime-Character Creator. Genau das. KI generiert. Als Kirito erschaffen wurde, da ging Anime und Manga bergab. Das ist so dieser Punkt, wo viele bestimmt gesagt haben, so okay, ich quitte, ich schaue keine Anime und Manga. Das war Point Zero. Wo die das war Point Zero, Alter. Scheiß auf Kirito, ich schwöre. Scheiße, Mann. Sword Art Online oder was? Ich finde den Namen noch in Ordnung, so, der ist nicht schlecht. Okay, ich gebe auch nochmal einen, wo ich sagen würde, das ist für mich S-Tier, aber könnt ihr ja mal sagen, ob ihr da mitgeht. Jetzt kommt's. Crocodile. Boah, interessant. Die Narbe ist geisteskrank. Die ist geisteskrank. Die Haare sind geisteskrank. Cool so. Sein Haken, sein unnormal. Jörg. Der Mantel ist auch crazy. Der Mantel ist einfach heftig. Boss. Bruder, er trägt ist einfach ein Wüste. Boss ist das. Er trägt einfach in der Wüste einen Mantel. Ja, ich check's erst jetzt. Er hat halt auch diese Don-Ausstrahlung, ne? Dieser Mafiosi. So. Mhm. Das unnormal. Ist auch ziemlich geil mit seinen zurückgegelten Haaren und allem. Ja, oder? Und er raucht immer eine. Genau, dann hat er noch seine Zigarren. Ne? Also, wenn der nicht Charisma hat, dann weiß ich nicht. Er ist schon ein Bad-Motherfucker. Und diese sleepy Augen, Alter, er schaut immer auf alle heruntergefühlt. So. Ja. Und glaubt ihr, er hat Nico Robin geboost? Wie kommst du jetzt darauf? Keine Ahnung, das war ja seine Rede. Ich hoffe doch. Wisst ihr, was auch krass ist? Weibliche Crocodile-Cosplayer. Sexy. Okay, Bro. Okay. Aber ich sage A, weil neben Grunbelt, finde ich. So, das ist finde ich, so eine Grunbelt-Debatte. Ich finde sein Design, glaube ich. No way. Also die Silhouette, ne? Also Crocodile kannst du aus 100 schwarzen Silhouetten sofort rausholen. Ja, aber er hat so ein geiles Design. Ich lege nicht so viel Wert auf die Silhouette wie du, glaube ich. Ich weiß. Ich würde auch A sagen. Für S fehlt mir noch das gewisse Etwas. Wobei, er hat einen Hardcore-großen Wiedererkennungswert. Hm. Ich fühle den S-Take, aber ich sag A. Ich sag auch A. Für S müssen wir uns ganz, ganz... Ich gebe auch zu, ich bin voreingenommen. Ist mein Lieblings-One-Piece-Charakter. Ehrlich? Ja, Crocodile fühle ich. Er ist einfach der Coolste. Hm. Was sagst du, Raff? Was sagst du, ja? Ich finde... Er ist auf B-Tier. Ist ein One-Piece-Charakter und ist gut designt. Das ist nicht gut oder schlecht für mich. Es passt perfekt rein, wie es sein sollte. Okay, dann haben wir es ja perfekt. A-Tier. Ja, dann sind wir genau auf A. Okay. Leute, ich will ein Design pitchen. Punpun Onodera. S-Tier. Nee. Safe nicht. Oder beruhig dich mal. Oder wollt ihr mich verarschen, Mann? Safe nicht. Raus, alle drei. Wie nicht es. Guck mal, und dann, das Ding ist, Punpun funktioniert nur in seiner eigenen Welt, wo er einen krassen Kontrast darstellt zu dieser hyperrealistischen Welt. Ja, wo soll er sonst funktionieren? Ja, unabhängig von seiner Welt. Warum? Er existiert doch nur in dieser Welt. Ja, aber Ruffy funktioniert überall, Son Goku funktioniert überall, Spider-Man funktioniert überall. Wie? Ruffy funktioniert überall? Natürlich, überall sieht Ruffy cool aus. Check ich irgendwie nicht. Wie meinst du jetzt überall auf... Unabhängig von seiner Welt, wenn du ihn auf ein weißes Blatt Papier zeichnest. Dann sieht Punpun auch cool aus. Punpun sieht auch als Tattoo cool aus und als Graffiti auch. Dann mach's auch als Tattoo. Und als Profilbild auch. Bro, was. Das ist krass gleich aus. Guter B-Tier ist das. A-Tier, A-Tier könnt ihr noch mitgehen. A-Tier. Was für A-Tier? Also, umgedreht vielleicht. Umgedrehtes A. Also für mich ist das so D vielleicht. Er ist kritisch. Hat natürlich einen Wiedererkennungswert. Weil reden wir gerade, wir reden auch schon von seinem Kopf, ne, und allem, ne, die ganzen Formen. Alles. Ah, warte mal. Alles. Er hat ja noch verschiedene Formen. Ja. Wisst ihr, was meine Lieblingsform von ihm war? Die Dreiecksform. Richtig. Die Illuminati-Form. Richtig, die ich distanziere mich. Die Dreiecksform. Ist schon witzig, ne, aber ich habe meine Eier eingeklemmt. Ich habe meine Eier eingeklemmt. Ich kämpfe gerade mit den Schmerzen. Alter. Leck mich fett, Alter. Er hat seine Eier eingeklemmt. Ich drück da nicht drauf. Warte, wir reden ein bisschen weiter. Solange du das nicht auf S packst, gehe ich warte, mit. Warte. Punpun hat ja noch mehr Formen. Ich habe das ganz vergessen. Ich habe nur an seine Vogelgestalt gedacht. Ja, ich ja, auch. Aber er hat ja noch... Rede. Ja, hört mal zu. Oh, warte mal. Punpun hat ja noch seine Gestalt
wo er so vier Augen hat mit seinem ultralangen Hals. Oh, mit diesem Matrosen-T-Shirt. Ja. Das ist doch... Achso, ich muss dir das mal zeigen. Ja, zeig mir nochmal. Das ist köstlich. Das ist und jetzt kommt, wo er noch diese Hörner hat, Mann. Digga, das habe ich ganz vergessen. Rede, mein Löwe, rede. Der kommt trotzdem nicht erst. Warte, Moment, das muss ich mir jetzt mal überlegen. Ja, der kommt trotzdem nicht erst. Rede, mein Löwe, rede. Achso, hier sieht man das. Also, das sind so seine Verwandlungsstufen. No. Und wisst ihr, wo ich das am... Gefüllter Dreieckkopf. Ja, warte mal. Wisst ihr, was ich auch hardcore gefeiert habe? als er in seiner Form mit den Hörnern noch so ein Pflaster auf seinem Auge hat und einfach als so ein weißer, viereckiger Fleck dargestellt worden ist. Wartet mal. Das sah richtig sick aus. Auf jeden Fall, was, guck mal hier in seiner Dreiecksform. Ja, ist witzig, aber ist jetzt, also, seien wir ehrlich, Charakterdesign technisch ist das oder, jetzt nicht. Ey, oder guck dir das mal an, Alpei. Sieht das nicht cool aus? Ja, ist schon witzig irgendwie, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen so, boah, der Charakter, der ist so ja, faszinierend, cool irgendwie. Mach mal ein cleanes B-Tier, das ist schon gut genug. Ich würde auch komm, mach B-Tier, B-Tier komm. Leute, sag mir mal eine Sache, in einer realistischen Geschichte, wo Menschen realistisch aussehen, wie kannst du ein besseres Design für den Hauptcharakter wählen als bei Punpun? Deswegen ist er doch B-Tier. Ja. Boah, oder es gibt noch diese Form, wo er dieses komplette Loch in seinem Kopf hat. Rede, mein Löwe, rede, mein Löwe. Darüber hat kein Schwein jemals geredet. Es gibt noch so eine Gestalt von ihm, da hat er diesen Loch in seinem Kopf, in seinem schwarzen Kopf mit diesen Hörnern und da befindet sich so ein eigenes Sonnensystem in seinem Kopf drin, wo da vier Kugeln sind, die so hin und her kreisen. Es gibt wirklich nur, ich glaube, ein oder zwei Panels, wo man das sieht. Das hat der Künstler direkt danach wieder verworfen. Aber ich fand das todesbeeindruckend. Also, boah, fuck. Und jetzt hast du mich zum Nachdenken gebracht. Rede, mein Löwe, rede weiter. Oder, Alter, jetzt wo ich nachdenke, da kommen ja noch 100 Sachen. Oder erinnerst du dich noch an diese Form, Anton, wo er wieder seine Hörner hatte und dann so eine lange Pinocchio-Nase, die super spitz war. Weil er gecapped hat. Ja? Genau, weil er so viel gelogen hat. Wahnsinn. Alter, das habe ich alles vergessen. Warte mal. Ja, deswegen sage ich ja B-Tier, passt doch. Ist er besser als ein Ruffy? Drück auf den Knopf. Ist er besser als ein Ruffy? Natürlich, Mann. Ja, definitiv nicht. Oder, Jesus. Oder manchmal, wo man sein realistisches Auge noch sieht. So geil, das ist auch geisteskrank. Scheiße. Bro, der nimmt einfach den Hauptcharakter von einer Realistik. Ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn das eine Serie ist mit echten Schauspielern. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Style, den er fährt. Und dann macht er einfach den Hauptcharakter zu so einem Kritzelvogel, Alter. Alter, was sagst du, Mann? Fühle ich nicht. Das nicht. Nein, ich bin nicht überzeugt. es ist ganz witzig, klar, aber das ist jetzt nicht. Oder, guck dir das mal an. Das Alter. Ist jetzt kein großes Character-Design, muss man sagen. Das sind abstrakte Formen. Wenn wir über die Silhouette sprechen, Alter, erkennt man ja, die schon allein an der Silhouette. Ja, aber drei davon sehen fast gleich aus und das ist nicht groß, keine große Design-Leistung, die da erbracht wurde. Also, wenn ihr B machen wollt, könnt ihr machen, ja. Aber sonst. Die ist schon gut. Ja, fuck, streik ich hier. Also ich finde den irgendwie großartig. Ich finde, es geht gar nicht besser in dem, was er sein soll. Es ist unmöglich, dass man das besser macht. Also du kannst auch A machen, aber ich distanziere mich offiziell. ich habe hier Künstler-Ehre, die ich irgendwie Ruf steht. Okay, ich versuche das ein bisschen in den richtigen Kontext zu rücken. Leute, wenn man das mit so einem Auto vergleichen würde, wäre das einfach ein Auto mit ohne überflüssige Linien. Punkt. Rede, mein Löwe. Punpun kommt halt mit super wenigen Linien aus und schafft es, den Punkt trotzdem rüberzubringen, dass er einfach ein Mensch mit einer gewissen Zeit ist. Hast du jetzt Aktien oder was? Weißt du noch, wo der so einen Ständer bekommen hat? Oder wenn er so läuft, diese Tippel hinter ihm. Alter, das ist ja, einfach... Jetzt scheißt du wieder rein, Bruder. Allein deswegen B-Tier. Er holt den unnötigsten Grund raus. Allein deswegen B-Tier, komm. Ich hab noch einen, komm, da sind wir im ähnlichen Bereich. Also machst du B? Oder machen wir B? Oder? Mein Löwe muss noch reden. Wenn er B sagt, distanziere ich mich offiziell. Was sagst du mir jetzt hier? Ich würde sagen A. Du? C. Du? B. Dann sind wir also bei A, oder? Nee. Dann sind wir bei B. Nee, ich habe auch A. B. Zweimal A, einmal Zweimal B, A. einmal C. Das heißt, wir sind am nächsten dann A. Ja, komm mal. Okay, aber ich distanziere mich davon, offiziell. Koro-Sensei. Das ist dann ziemlich auch davon. Koro-Sensei, C oder so. Halt's Maul. Schau mal, Koro-Sensei ist ganz weit weg von Punpun vom Design. Ich finde auch. Ganz weit weg. Aber es ist trotzdem ein cooles Design. So ein Smiley-Kopf, aber irgendwie fuckt er mich auch ein bisschen ab, so mit seiner scheiß Lehrerart. Nee, okay, warte mal.
Koro-Sensei, dann müsste man eigentlich so in der gleichen Liga ist Excalibur. Excalibur ist ähnlich wie Pun Pun, aber Excalibur ist nochmal was anderes, weil er ist halt in so einer fiktiven Welt. Ne? Da gibt's halt auch andere Viecher. Da gibt es zum Beispiel auch diese Feuer- und Eiskessel und so. Happy mit Pun Pun. Und Pun Pun ist in so einer realistischen Welt. Das macht einen Unterschied. Aber das ist ja, S-Tier, das würdest du sagen, labert, macht einen großen Unterschied? Das macht einen Riesenunterschied. Weil in einer realistischen Geschichte, du musst es dir wirklich wie eine Live-Action vorstellen, wo auf einmal immer der Vogel so ein Hauptcharakter ist. Stell dir vor, keine Ahnung, Neo aus Matrix ist einfach dieser scheiß Vogel. Genius. Also for the record, ich würde sagen, Koro-Sensei auf C auch. C, ich bin auch dabei bei Koro-Sensei. Ich muss jetzt noch einen reinwerfen, weil ich muss gleich los. Musst du schon los, Alter? Ja, wir haben Viertel. Ja, aber wo rankt ihr Excalibur noch, bevor du da reinwerfst? Excalibur ist für mich C. Kann ich auch sagen. Ja, für mich auch. Ist okay. Ja, wen willst du reinwerfen, Bur? Mein Man Bondrud von Made in Abyss. Alter, ist der aus Made in Abyss? Ja, ja, Mann. What the fuck? Der sieht ja aus, als ob der da gar nicht hingehört. Der passt aber gut rein. Ja. Aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst, du Pun-Pun-Hater, Alter, mit Bondrud. Ja, jetzt will er automatisch schon runterstufen. Mit deinem, ja, aus Misskunst. Mit deinem Metroid Prime auf Wish bestellt, Bondrud. Er feiert ihn auch, er labert jetzt noch. Ich würde sagen, er ist A-Tier. Und ich mag ihn. Er ist richtig geil designt und er hat... Ja, hat den Maul. Ähnliche Begründung wie bei Guts, ja, alles. Schau den an. Ähnlich wie bei Guts, die Begründung, alles an ihnen hat einen Sinn. Ihr müsst diesen Strich sehen, der ist crazy auf der Maske. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Lelouch und... Und Samus. Robocop. Schau, der Strich ist geil auf dem Gesicht. Ich feier auch diese Schleife hier. Ja, dieses haben die doch früher angezogen. Ja, das ist auch geil. Das ist, hat er auch einen Schwanz? Ja. Der aber, kämpft halt auch mit allem. So. Aber ich sag mal so, Sachen, in denen sie in Waffen es gibt sind. Schon einen Grund, warum die Fanarts besser aussehen als das Original. Das ist nicht das Original. Ja, du kannst auch ein Manga-Panel zeigen. Ja, wenn du enttäuscht werden willst. Was hast du gesagt? Wo willst du sagen, ist er? Für mich ist er A-Tier. Und Pum Pum gehört eigentlich F-Tier. Ey, du bist ein Hater, oder? Ich schwör. Nee, ich sag ehrlich, Bondrud, also Real Talk, das ist jetzt gar nicht so dieses salty-mäßige C oder so. Würde ich auch sagen. Also Samus sieht krasser aus. Bruder, er hat so einen Helm wie Daft Punk. Das gefällt mir. Aber ich würde auch C sagen. Also, geh nach Hause. Ich gehe zu Hause hier. Ja, Internet geht nicht. Vergiss nicht, dein Mikro abzubauen. Ich baue das jetzt mit sehr viel Kraft. Aber Freunde, wie geil ist dieser Name Bondrud? Den Namen würde ich erst dir geben. Bruder, das klingt ja wie Harut in Manga-Welt. Leute, wir haben Grimjaw nicht gerankt. Ja. Grimjaw? B-Tier. Ich sag ehrlich, B ist gut. Nee, B oder C, weil der hat halt nur Haare, ne? Der Rest ist halt einfach... Nee. Was sagt ihr? Kiefer hat er auch. Stimmt, das Kiefer ist cool. Er hat die Jawline. Und der hat coole Augenbrauen und so Augen und so. Was sagt ihr? Ich würde auch B. Ich sag B, aber... Aber B ist noch großzügig, würde ich sagen. Ist großzügig, ja. Kann man machen, aber ist großzügig. Wie? Ist der auf Ruffy-Level? Nein, ist er nicht. Ja, aber er ist jetzt neben Ruffy. Ja, dann würde ich ihn C packen, Alter. Ey, ganz ehrlich, wir müssen den C packen, weil Pain ist C, Ulquiorra ist C. Ich finde, er ist der stärkste aus C. Aber seid ihr zufrieden damit, wenn ich ihn auf C packe? C ist absolut okay. Bin ich zufrieden damit, Leute? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Raphael, es war mir eine Ehre. Mir auch. Vielleicht sehen wir uns ja morgen noch, ne? Ciao, ciao. Hau rein, Bro. Jo, wir sehen uns. Peace. So, Freunde. Dann als Herr Raphael, willst du in die Kamera noch mal gucken und Abschied machen? Ich bin zu schwarz. Leute, Yugi Moto. Boah, S-Tier. Für mich ist dieses Design ein bisschen wie bei Haftbefehls Name. Am Anfang denkt man sich so, wie kann man so blöd sein und sich Haftbefehl nennen? Aber irgendwann denkst du dir, fuck, Alter, irgendwie war das schon geil. Und so ist es auch bei Yugi, finde ich. Alter, ich weiß nicht, wo ich bei dem anfangen soll. Er sieht einfach hardcore ikonisch aus. Ich finde ihn großartig designt. Ja. Wenn wir schon über Silhouetten sprechen, eine Figur muss in der Silhouette erkennbar sein. Und er ist erkennbar in der Silhouette. Er hat diese unfassbar coole Frisur, die aus interessanten Farbkontrasten besteht. Lila und Gelb, Alter, wie geil sieht das bitte aus? Dann haben wir noch als weiteres Erkennungsmerkmal sein Millenniums-Puzzle, Alter. Ja, Mann. Boah. Und dann sein Iced Drip, out. Alter. Die Schuhe. Alter, die Schuhe, das sind so Biker-Schuhe. Diese engen Hosen, die so glänzen, Bruder, das sieht hardcore geil aus, Mann. Bro, auch diese Schuluniform.
Ich achte voll auf Schuluniformen, ne? Bei verschiedenen, es gibt ja so viele Animes, die in Schulen spielen und so. Digga, das ist so eine geile Schuluniform. Stell dir mal vor, du hättest die in echt in der Schule, Mann, mit diesem geilen Kragen und so. Ja. Ist heftig. Also ich sag ehrlich, Yugi, ich bin zufrieden, wenn wir sagen S-Tier. Alter, auch seine Augen sehen todesgeil aus. Ja, safe. Weißt du, also, was das alles Interessante bei Yugis Augen ist? Und dann, jeder Mensch oder jede Anime-Figur hat eine schwarze Pupille, aber er hat weiße Pupillen. Das finde ich cool. Wen findet ihr krasser, Yami oder Yugi vom Design? Ja, Yami. Echt? Auch in seiner Pharaonenform sieht er hardcore gut aus. Aber ich liebe für Yugi, weil der so richtig klein ist. Er ist ein richtiger Jit. Ich finde cool, dass obwohl er halt kein Frauenheld ist, sich trotzdem so Chancen bei Thea ausrechnet. Das finde ich so sympathisch, Mann. Ja. Und Thea mag ihn auch wirklich. Das finde ich toll. Ich finde, Yugi ist ein richtiger Short King, Alter. Gell? Ich vergesse den immer ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke. Als es sowas noch nicht gab. Ja, Mann, stimmt. War der schon einer. So, Leute. Goku. Ja, Bro, ich bitte dich, du kennst die Antwort. Ja. Welche? C oder was? Nein, Spaß. S, sofort, Mann. Nee, safe S. Also Goku ist ja original eines der geilsten Designs überhaupt. Und wenn du noch bedenkst, Kid Goku, Super Saiyajin 4, 3, nee, Alter, jetzt mal Hand aufs Herz, 3. Ich finde 3 auch geil. Ich finde cool, dass er keine Augenbrauen hat. Ich finde, das sieht so richtig Chemopatient mit Perücke aus, wenn er keine Augenbrauen hat. Junge, ich muss dir jetzt mal so ein Panel von Super Saiyajin 3 zeigen, Alter, das sieht Hammer aus. Kennst du diese Mädchen, die so richtig blond sind, dass die Augenbrauen auch blond sind? So ist ein bisschen Super Saiyan 3 Goku. Ich liebe ihn. Ich finde, Super Saiyan 3 ist underrated. Nee. Bruder, ich schreibe SSJ. Achso, ups, ich habe SJJ geschrieben. Also ich glaube, mit das ikonischste Design und teilweise in vielen Teilen der Welt sogar höherer Wiedererkennungswert als Mickey Mouse. Ja, also das würde ich nicht sagen, aber alles andere finde ich geiler an Goku. Also nee, nicht, dass es geiler ist. Es gibt also, dass Menschen Goku, ja. Glaubst du? In Mexiko und so, oder was? Genau, so Lateinamerika und so. Ich meine, das mal gelesen zu haben, dass mehr Leute Goku kennen. Das kann gut sein, ne? Als Mickey Mouse. Das kann gut sein. Der, also, ist, halt da eine, der ist halt für die da so ein. Ich wette, du siehst ihn da öfter, ne? Also 100 pro auf den Friseurläden, auf egal wo, du siehst überall Goku. Guck dir das mal an. Auch noch mit diesem Heiligenschein und dann. Der Dreier ist nicht so meins. Das ist für mich so, das ist so One-Trick-Pony-Style, weißt du? Das ist nicht so meins. Das ist so, ich mache die Haare länger und gut ist. Den Dreier, den kann ich nicht verteidigen. Der Vierer ist legendär. Blau ist scheiße, rot ist scheiße, aber die zählen wir nicht. Ultra-Instinkt geht mir auch mies am Arsch vorbei. Ich finde, Ultra-Instinkt sieht auch cool aus, mit den weißen Haaren. Besser als blau und rot, aber der zählt für mich auch nicht. Ja. Aber so, was ist das beste Goku-Design? Ich finde, Original Erwachsener Goku ist das beste. Oder Super Saiyan 1. Geisteskrank. Mhm. Ah ne, 4, Alter, Digga, Goku. Egal, welches Design. 4 ist auch ziemlich gut. Ja. Ist auch heftig. 4 ist, Kid auch. 4 ist sogar in Teilen, würde ich sagen, sogar noch besser als die anderen, weil das halt so dieser Throwback ist zu dem Affen und sowas. Ja. Ne? Also da haben die sich wirklich Gedanken viel getraut gemacht. Und alles hat geklappt, was sie sich getraut haben. Also es ist echt geisteskrank. Weißt du, es fängt ja schon da an, es soll ein Throwback sein auf seine Ursprünge als Affe. Da wäre der erste Gedanke, dass man das Fell halt braun macht. Ja. Das wird einfach rot gemacht. Ey, so Alter. Genius, Mann. Alles, was sie gemacht haben. Es ist von A bis Z ins Detail alles perfekt gemacht. Auch die Tatsache, dass man seine Brustpartie nicht mit Fell vollgestopft hat, sondern die freigelassen hat, um seine Muskeln zu betonen. Hammergeil. Dann dieser Kontrast von diesem Granatapfelrot zu der gelben Hose. Unfassbar geil, die Hose. Alter, ich liebe es. Ey, safe. Also Goku. Auch die Haare, Alter. Und sein Affenschwanz ist wieder zurückgekommen. Den hat er auch lange Zeit nicht mehr gehabt. Ich muss auch sagen, ich feiere auch Goku sein GT-Design, wo er, also ich feiere nicht so heftig, dass er zum Kind wurde, ne? Aber ich mag dieses Outfit heftig, was er bei GT hat. Blau-Gelb, Alter. Ja, auch, dass er, ich glaube, er ist so ein bisschen bräuner in GT, zumindest im Anime. Ja. Also ja, gibt es ja nur im Anime. Aber irgendwie feiere ich das auch. Also Goku crazy, der muss auf S. Ja, und noch eine letzte Sache. Als Super Saiyan 4 hat er einfach diese roten Augenlidschatten, Mann. Unnormal. Das sieht krank aus. Hat auch Dings Sage Mode, cool. Safe von dort. Ja. Also Naruto Sage Mode. Ey, wir können doch ein bisschen aufrucken, oder? Wenn der Dings weg ist. Ja. Leute, ich würde gern noch mehr Dragon Ball Designs ranken, weil ich finde, Dragon Ball Designs sind unnormal geisteskrank. Da kannst du so viele droppen, die sind alle crazy. Überleg mal, Cell. Welches Tier? Muss A eigentlich. Mindestens, ja. Mindestens A, ja. Ja. Wollt ihr S oder A?
A, würde ich sagen. Ich würde auch A sagen, weil S darf nicht zu vollgepackt sein. Ich würde sagen, die meisten Charaktere, so Freezer auch, mindestens A. Freezer sehe ich in... Muss aufs Klo? Ja. Okay. Harut, wir machen weiter. Ja, ja. Ja, okay. Du, was sagst du zu Freezer? Ich finde Freezer mindestens A. Und dann, ich sag dir auch warum. Erstens wegen seinen verschiedenen Formen. Bruder, ich finde seine dritte Form, wir hatten ja schon mal darüber geredet, seine dritte Form sieht todesgeil aus. Wie der Xenomorph aus Alien, Alter. Ja. Dann die Erwartungshaltung des Lesers, die betrogen worden ist. Man denkt, nach der dritten Form wird es noch schrecklicher. Es wird menschlicher. Im Gegenteil. Mhm. Und gerade in seiner menschlichsten Form sieht er am bedrohlichsten aus. Bruder, und wie wenig Linien, wie wenig Farbe es braucht, um so einen Antagonisten zu kreieren. Hm. Bruder, der ist original gelb. Der ist original weiß und lila. Ja. Und jetzt kommt's, seine Augen sind einfach nur rot. Ja. Ich liebe es, Mann. Ich feiere auch diesen, also dass er so, als hätte er so eine Glaskugel im Kopf. Mhm. Das feiere ich auch crazy. Ja. Also ich finde es toll. Also A ist auf jeden Fall mit drin. Ich würde S würde ich nicht machen, ich würde A oder B. Ja, ja. Aber wir landen bei A. Er hat auch A gesagt. Wie wäre es mit Trunks. Trunks ist für mich auch so ein S-Kandidat. Wenn man super nicht einrechnet, diese blauen Haare. Was kann man denn da meckern, Alter? Die Jacke knallt. Schau mal, wir reden vorhin so über Narutos Design. Wie krass ist es denn so? Hat Trunks ihn nicht komplett gefickt, obwohl Trunks so nicht mal Hauptcharakter ist? Nebencharakter, ne? Komplett gefickt. Alter, ja. Die Jacke ist krasser, die Hose ist krasser, die Schuhe sind krasser. Jacke halt nicht bis zu seinen Hüften geht, sondern hier mittendrin aufhört. Auch dieser Patch und so. Ja. Die Haare, unnormal. Die Super Schuhe, Saiyajin. Bruder, die Schuhe. Geisteskrank. Alter. Und das Schwert passt auch voll gut rein. Und, ja. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Er sieht einfach von A bis Z cool aus. Hat er nicht auch so ein Tuch wie C17? Nee, das hat er bei Dragon Ball Super erst. Ah, okay. Und, Bruder, als er aus dem Raum von Geist und Zeit gekommen ist, hat er ja nicht die coolsten Haare, die es überhaupt gibt, Mann. Ja, mit dem Zopf meinst du? Ja. Ja, und nochmal. Also jede Frisur von Trunks ist Endlevel. Wir fanden den so cool, wir haben ihn einfach mal random auf dem Thumbnail geklatscht von Driver's Eye, weil er einfach so geil aussieht. Ich sag Trunks S-Tier so. Easy, ja. Was sagst du auch dafür? Wo seid ihr? Trunks? S-Tier, Mann. Was sagst du? Ist schon ein cooler Typ, ne? Ja, schon. Kann man machen. Ja, muss man, finde ich, fast. Soll ich deine Jacke hier hinlegen? So, Leute, habt ihr einen Charakter, den ihr pitchen wollt? Ja. Wir haben jetzt ein bisschen geglazed die ganze Zeit. Bulma? S-Tier. Findest du? Ja. Du hast nicht vergessen. Würde ich nicht machen. Bulma ist S. Du hast nicht vergessen, Bulma hat ihre Playboy-Bunny-Outfits unter. Oh, ja. Du hast nicht vergessen. Nein, Spaß, aber die sind echt krass. Also Bulma hat nur krasse Outfits. Sie hat auch immer geile Haare, also immer geile Haare. Mhm. Diese blaue Haarfarbe ist crazy. Ich würde aber nicht S machen. Bulma hat auch diesen Aladdin-Style. Oh, ist Bulma krasser als Ruffy? So Bulma mit Knarre? Ja, stark, aber ihr wollt jetzt echt Bulma in S packen, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ich sag nicht S, aber ich sag B oder A. Ich sag B. Was sagst du? Also bleibst bei S, Alter. Ja, okay, A. A kann man. Dann landen wir bei B. Ich finde, sie ist da gut. Ey, ich will unbedingt ein weibliches Charakterdesign, was S ist. Habt ihr irgendwas? Fällt euch irgendwas ein? Mir fallen ein paar ein, aber weiß nicht. Wie heißt der nochmal? Ryoko? Killer Kill? Ja, finde ich stark. Aber würdest du S sagen? Boah, ist schon ziemlich... Heftig gut schon. Ich würde safe A sagen, ne? Allein weil so viel von ihr über ihr Design halt funktioniert. Eigentlich funktioniert alles, wenn sie kämpft, über ihr Design. Ich mag auch diese geile Farbkombi, ne? Dieses was ist es? Bordeaux-Rot mit diesem Dunkelblau. Crazy. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man sagt A so, aber dann müsste ich überlegen, so welche weiblichen Designs könnte man nehmen, die da echt noch drüber sind. Jolene, Alter. Jolene würde ich... Bin ich nicht drin. Würde ich... Warte, ich zeig sie dir. Ich glaube, ich würde sie auch in S packen. Allein für die Haare, Mann. Arthur? Fate? Nee. Kennst du Marie Sanson von Innocent? Sie würde ich zum Beispiel auf S packen, wahrscheinlich vom Design. Okay, musst du mir auch zeigen. Ja, Jolene sieht schon ultra cool aus, finde ich. Jolene würde ich... Das sieht cool aus, aber würde ich jetzt auch bei S nicht sehen. Aber jetzt nur auf den ersten Blick. Mhm. Ihre Outfits
variieren. Also ich finde, das sieht todesgeil aus. Also sieht schon cool aus. Vielleicht, ja. Jolene ist vielleicht für mich das beste weibliche Charakterdesign, aber ich sehe es trotzdem nicht bei S. So. Ja. Aber es ist in weiblichen Charakterdesign sehr stark. Jetzt kommt's. Sailor Moon. Würde ich nicht machen, aber fühle ich eigentlich so. Doch, komm, Sailor Moon. Sailor Moon ist so ikonisch. Ja, muss man eigentlich. Musst so. Du doch, oder? Kannst du nicht. Ja. Harut, was sagst du? Ich könnte es auf jeden Fall nachvollziehen, weil wie viele Shoujo-Mangas hat Sailor Moon? Genau, ja, das ist die Sache. Legendär. Ne? Also ich finde zum Beispiel, Jolene hat ein geileres Design als Sailor Moon, aber Sailor Moon hat halt eine History hinter sich, ne? Und Influential des Todes mit dem Schülerin-Outfit. Alter, wie viele japanische, ja. Ihr wisst schon was, Filme wurden mit so einem Outfit gedreht wegen Sailor Moon. Was für Filme meinst du? Spaß. Und beides halt. Die Haare crazy. Also normales Outfit, ja. Und Transformation. Ja. Beides funktioniert extrem gut. Ne? Die Haare geisteskrank. Muss es, komm. Mich fucken diese Augen so ab. Hey, wieso? Die sind doch ganz normal. Was für normal, Alter. Oder willst du das gegen die Frau von Togashi sagen oder was? Guter Punkt, Alter. Sagst du, was wollt ihr es? Ich bin cool damit. Ich bin einverstanden. Es ist verdient. Es ist auf jeden Fall verdient. Ich habe irgend so ein persönliches Problem mit dir. Ich weiß nicht warum. Wen wollen wir noch ranken, Leute? Habt ihr was? Giorno, Alter. Giorno Giovanna, okay. Ich sage... Kennst du den Alpai? Ja. Der ist Hammer, oder? Ist das auch der letzte, den ich kenne, muss ich gestehen. Ja, das reicht. Ich finde, dann lass direkt die vier machen. Gerne, ja. Die okay. ersten vier, weil okay. die kenne ich, da kann okay, ich was okay. zu sagen. Reicht. Okay, dann, aber wir fangen trotzdem mit Giorno an. Ich, Alter, Jojo designtechnisch... unnormal weit oben. Also wenn wir bei Jojo anfangen, dann füllen sich die oberen Tiers sehr hart in meinem Kopf. Ich sag Giorno, vor allem, wenn du sein Stand dazu rechnest, dann sage ich S. Dieser Helm, der sieht so cool aus, Alter. Ich sag auch S. Guck dir mal seine Haare an, Alter. Mm. Der hat einfach drei Torpedos in seinen Haaren. Mm. Auch, dass es hinten so Tsubasa-mäßig noch so geisteskrank. Sein rosa Outfit mit dem Herzausschnitt. Ja. Der Käfer. Legende. Der Käfer, der Marienkäfer, Alter, hab ich ganz vergessen. Die Bottega Veneta-Schuhe, Alter. Mhm. Und sein Stand, so vorhin, Digga, wir haben über Bondroot geredet, cooles Design und so, aber Gold Experience sieht einfach schon cool aus als Bondroot und das ist einfach nur sein Stand. Ich weiß nicht, ob man ihn dazu zählen würde, ich würde es jetzt einfach mal machen. Mhm. Ich sag S. Ich würde, also wenn überhaupt A sagen. Ja? Ja, weil ich muss es auch im Vergleich mit den anderen sehen. Ja. Und die anderen, also Jotaro, ist einfach iconic. Ich finde Jotaro eigentlich auch besser vom Design. Ja, Jotaro vom Design her. Wirklich? Ja, ist mit eins der Gesichter des Mangas. Es ist das Gesicht von Jojo. Das Gesicht von Manga. Ja. Aber besser als Jotaro, Leute? Ich finde es besser. Ich finde auch Gappy die, besser. Ich finde die Haarkappe auch einfach, finde ich cool. Die eins einfach mit seinen Haaren. Eins mit seinen Haaren geboren. Ja. Also Jotaro ist für mich, finde ich, also ich muss nochmal dazu sagen, ich finde ihn nicht am besten oder so als Charakter und auch viele besser, aber das Design muss ich gestehen. Heftig. Dann sag ich Giorno A. Bin ich dabei? Ich hätte S gesagt, ich distanziere mich davon. ich hätte S gesagt, aber wir können A machen. Jotaro, ich sag auch A. Ja. Jotaro ist schon sick, Alter. Ich sag auch A, aber noch davor. Ich finde zum Beispiel... Ich finde, Jotaro fickt viele im S, aber das ist nicht nur meine Liste, deswegen. Jotaro fickt viele im S, sagst du? Fickt Sailor Moon. Ja gut, aber wir... Ja... Nee, würde ich nicht sagen. Sailor Moon ist auch Gesicht von Manga. Du darfst nicht vergessen, Jotaro hat in Part 4 nochmal ein ganz anderes Design und... Ja, das fühle ich nicht so. In seine Schlangenhose. Part 6, das ist die Schlangenhose. Crazy, mit dem Stern. Also 3 ist sein Bestes. Und ich finde Yusuke auch cool, hat auch ein geiles Design. Ich auch ist cool. Halt eher so Yu Yu Hakusho. Ja. Geklaut, also, so. Yusuke finde ich halt nicht so stark wie die anderen Jojos, nur vom Design. Aber Jotaro A? Ja, bin ich dabei. Joseph, Young Joseph aus Part 2. Ich sag euch ehrlich, das ist ein wildes Jojo-Design mit dieser Rutsche. Stark. Ich find Jonathan und Joseph sehen jetzt nicht überragend aus. Nee, ich würde die auch beide eher unten sehen. Das sind einfach muskulöse junge Typen, mehr nicht. Warte. Was sagst du? C? Der ist doch schon geil, Mann. Ja, aber ja, okay, das könnte auch Soul Bad Guy sein. Ja. Aus, wie heißt es nochmal? Das Fighting Game, ich komme jetzt nicht. Ja, okay, der hat jetzt nicht, also der sieht halt unnormal cool aus, aber das reicht nicht. Das hat ja auch bei Pain und so nicht gereicht. Ich würde sagen... Ihr habt mich umgestimmt. Ich würde sagen halt B oder C. Oder ich würde
mit gutem Willen Caesar genannt haben. Aber auch bei Joseph müsst ihr alle Designs mitrechnen. Das Opa-Design mit diesem Russenhut. Ja, das, oh, wow. Das, auch das, das Indiana Jones-Design aus Part 3. Trotzdem, ja, nee, ändert nichts. C, komm. Wie wär's mit Gappy? Kennst du aus Part 8? Ich zeig ihn dir. Mit diesem Matrosen-Outfit, das ist mein Lieblings-Jojo. Ich hab's schon mal gesehen, ja, aber... Warte. Gyro würde ich auch gerne ranken, wenn ihr da was zu... Wenn ihr da Takes zu habt. Weil Gyro ist für mich das beste Jojo-Design. Bin ich nicht drin. Also ich finde, Gappy sieht echt cool aus. Das sieht cool aus, ja. Ich aber liebe den. Da bin ich... Also für mich ist Gappy ein S-Tier-Design, wegen der Zahnlücke und so. Stimmt, der hat eine Zahnlücke. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, aber... Ja, man sieht es nicht auf diesen Bildern, aber er hat eine Zahnlücke und ja. Er ist kein S-Tier und dann, ich würde ihn... Nee, ich bin auch mit A zufrieden, also der muss nicht S, aber Gyro muss für mich S aus Jojo. Der hat so viele Merkmale, dass es geisteskrank ist. Gyro, warte, den zeige ich dir auch nochmal. Der hat so einen Gürtel mit so zwei Fingern, die so auf seinen Schwanz zeigen. Und der hat Grills, auf denen steht Go Go Gyro, so goldene Grills, aber er sieht aus wie so ein Cowboy. Und wild. Und sein Hut hat so Löcher drinnen, dass das Schatten durch seinen Hut mit dieser Sonne projiziert wird. Und er hat diese Pflaster im Gesicht. Und er hat fucking grüne Lippen, Alter. Und hier ist sein Gürtel mit dem Fingerzeig auf seine Eier. Okay, da sehe ich es. Und diese goldenen Grills, Go Go Gyro, Alter. Für mich ist es wahrscheinlich das beste Jojo-Design. Es ist sehr laut, ne? Also sehr... Es ist ein bisschen viel für mich. Sehr viel, das verstehe ich, aber... Einige der Design-Elemente, würde ich sagen, sind auch so... Aus den Haaren herbei. Willkürlich und auch redundant. Die tragen jetzt nicht unbedingt was dazu bei. Er ist halt der coolste Cowboy aller Zeiten. Auch diese zwei Kugeln da auf seinem Hut und so. Geisteskranker Typ, Mann. Ja... Ja, ich würde es jetzt auch eher so bei B sehen vielleicht. Ich würde es auch... Cooles Design, aber... Ich würde es auch maximal B sehen, also maximal. Weil ich finde, Giorno sieht sehr viel cooler aus. Und Giornos Outfit sieht viel natürlich hergeleiteter aus. Und dann, weißt du, was ich meine? Hm. Nein, weil, weiß ich nicht. Ich finde, Gyro sieht zu gewollt aus ein bisschen. Na. Sag mir einen cooleren Cowboy als Gyro. Lucky Luke. Spaß. Wo würdet ihr Lucky Luke ranken? Oder komm mal, jetzt hör auf mit der Scheiße. Kann man nicht. Unrankable. Wo würdet ihr Donald Duck ranken? Das sind diese ganzen Disney-Dinger, das sind S-Tier. Die sind zu wild, ja. Design sein Großvater. Wo würdet ihr Slifer den Himmelsdrachen ranken? Boah. Ich sag, Slifer ist für mich S. Was sagst du, Alvai? So Monster-Design-mäßig. Mhm. Ja, da müsste ich jetzt mal überlegen, so, was gibt's da noch alles so vergleichbar. Seid ihr cool damit, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Monster ranken? Komm, lass mal machen. Ich habe gleich auch ein paar coole, ich sag dir was. Metal Greymon. Aber erstmal Slifer. Slifer sehe ich auf A. Ist cool. Es gibt viel bessere Monster-Designs. Ah, ja. Es gibt bessere, ja, aber Slifer ist schon ein Motherfucker. Ich liebe halt Rot. Und er hat zwei Mäuler, ne? Darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also Slifer ist vielleicht mein Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Design. Nee, es gibt bessere Yu-Gi-Oh!-Designs. Und dann Obelisk ist auch stark. Obelisk ist sick. Dark Paladin aus Yu-Gi-Oh! Ist auch heftig, Mann. Der schwarze Magier. Finde ich nicht krasser. Ist ikonischer und so. Bessere Silhouette, aber ja. Slifer. Ja. Oder Weißer Drache. Auch Weiße Drache. Stark. Auch besser. Finde ich aber als auch Slifer besser. Aber den finde ich auch besser als Slifer. Ja, ich finde den Take Drache gut, aber Slifer finde ich besser. Aber ich verstehe den Take vollkommen. Mm. Ja, doch, würde ich bei S sehen. Weißer Drache würde ich machen auf S. Weißer Drache würde ich das, S machen. Das ist iconic so. Aber hast du noch ein anderes Yu-Gi-Oh! Monster, was du höher einstufen würdest? Als Slifer zum Beispiel oder ein richtig krasses Yu-Gi-Oh! Monster? Ich finde Jinzo sehr, sehr geil. Jinzo, also, ich finde vom Design her... Auch aus Jinzo? Jinzo, ich finde Void sieht krass aus als Jinzo zum Beispiel. Aber ich würde fühlen, wenn man beide in S ballert irgendwie. Also solange Charakter Seiten auf Gehirn hat, bin ich immer dabei. Also ich finde vom Design her, muss ich ganz ehrlich sagen, Exodia ist schon cool. Boah, ist auch geil. Ja. Das ist schon ein außergewöhnliches Design und dieses so Ägypten so, ne, Vibes, das
Finde ich gut. Ich finde es auch stark. Es passt halt perfekt zum mächtigsten Monster von Yu-Gi-Oh! Aber ich würde trotzdem A sagen. Ich finde Slifer krasser. Kennt ihr das Bild, wo Exodia noch so eine sechste Karte hat und das ist so sein Pimmel? Ja, kenne ich. Nee. Was sagt ihr zu Kuribo-Design? Langweilig, Mann. Ja. Komm, und dann, der ist unnötig. Ich sag dir ein cooles Design. Angemon aus Digimon. Stark. Stark. Angemon ist richtig geil. Angemon ist sehr geil, Mann. Bruder, aber der hat einfach solche Kugeln in seiner Brust drin, so wie Fist of the North Star, bloß dass das wie Kanonenkugel aussieht. Er hat einen Helm, er hat Engelsflügel, er hat diesen Stab, er hat diese coolen Schuhe. Aber S? S weiß ich nicht. Ich sag nicht S, ich sag A für Angemon. Hast du den noch im Kopf? Guck euch den mal an, Alter. Mit den Kugeln. Die sind teilweise alle gut, ne? Ja, also, Digimon hat stark, also hat sehr, sehr gute Designs. Der Durchschnitt ist crazy. Mhm. Leute, ich würde A sagen. Wir brauchen mal wieder ein paar richtige Charaktere. Hisoka. Es geht so. Ja. Hisoka sieht cool aus, er sieht bedrohlich aus. Oder, aber vieles macht einfach die Story. Rein optisch. Ich finde die Tattoos halt richtig geil. Richtig geil. Und ich mag die Haare gerne. Sein Outfit ist auch cool, Mann. Das ist halt so ein Clowns-Outfit. Ja. 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 Er ist halt der Joker, ne? Von Hunter x Hunter so. Ah, Hisoka. Ist irgendwie schwer zu ranken. Ja, höchstens C und dann höchstens. Ich verarsche. Nein, Spaß. Ist für mich okay, aber ich finde sein Design besser als Naruto zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel Doflamingos Design besser als von Hisoka. Finde ich auch besser, ja. Doflamingo wäre bei mir, glaube ich, ein B. Mm. Also Hisoka, wo landet der? C. C? Kannst Flamingo direkt auf B packen, gehe ich mit. Ja. Bin nicht dabei. Flamingo. B. Hast du noch so ein heftiges Design, worüber du sprechen willst, Alpey? Okay, lass mal überlegen. Irgendwas, worüber du unbedingt sprechen möchtest. Ich suche auch noch. Vielleicht sowas, was underrated ist. Mhm. Ich hätte was im Petto, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, das schießt erstmal los dann. Vash the Stampede. Finde ich schon ein starkes Design mit dieser Pommesfriese, aber kein S so. Nee. Ich feiere seinen roten Mantel halt. Unnormal. Ich würde starkes B sagen. Ich finde ihn zum Beispiel auch stärker als Naruto zum Beispiel. Ja, würde ich auch sagen, B. Gehe ich mit. Ich hätte zum Beispiel noch Ken Kaneki im Petto, wieder so ein Charakter mit so 12 Formen oder so. Es geht so. Ich weiß ja nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es voll, aber ich sehe A, weil er hat einfach ein bisschen zu viel Formen und das ist halt irgendwie so dieser, er ist halt so dieser edgy, tryhard-Protagonist für alle geworden, so vom Aussehen. Aber ich feiere den hart. Ich habe das Gefühl, wir vergessen so ein paar, die so super offensichtlich sind. Ja, irgendwie schon, ne? Also einen richtig krassen müssen wir jetzt noch rausdödeln, Alter, der richtig knallt. Wie findet Yusuke von Yu Yu Hakusho, finde ich auch stark. Obwohl der so wenig hat halt. Nee, ich finde den nicht so stark. Oh, ich hab ein Design, das finde ich sehr, sehr krass. Das ist für mich ein S-Tier-Contender. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Sanji aus One Piece ist für mich ein geisteskrank gutes Design. Allein wegen diesen Augenbrauen und so. Fühle ich nicht, Bruder. Ist mich verarscht. Also ist ein cooles Design auf jeden Fall, aber S-Tier, da gehört mehr dazu. Nee, du hast echt S-Tier ist nicht, aber A ist es für mich. Und sein Bart sieht scheiße aus nach dem Timeskip. Einfach so ein Pornobart hier. Aber Bro, diese Augenbrauen, Mann, wie geil ist es, dass deine Augenbrauen in die gleiche Richtung zeigen und du siehst, vor dem Timeskip das eine und nach dem Timeskip das andere. Ich finde, das ist nichts Besonderes. Und du musst das verknüpfen und dann siehst du noch seine Family mit den anderen Augenbrauen. Und wisst ihr, was auch geil ist an ihm? In Dressrosa hält er sich immer an den Kopf, wenn er Panik kriegt. Weil der mal an seine Kindheit denkt, wo er diesen scheiß Helm auf dem Kopf hatte. Mm. Und diese Kippen, wenn er Kippen smoked, ist auch cool. Aber ja, es ist es nicht. Hat jemand einen? Wir brauchen noch einen. Wir können die Folge irgendwie. Yuji? Ist kein besonderes Design, aber vielleicht wollt ihr noch irgendwas dazu sagen. Ja, wenn man Sukuna mit einrechnet, dann
es ist nicht wack, aber ich hasse diese scheiß rote Kapuze, ich hasse diese Dreiviertelhose. Dem seine Fresse gibt. Also für mich ist das ganz, ganz weit unten. Ja, im Manga hatte noch hier diese Delle, diese unnötige, dieses möchtigen Grübchen. Weißt du, was ich bei Sukuna scheiße finde? Die Art, wo sein Auge hier positioniert worden ist, Mann. Das gefällt mir. Ich finde, das macht anatomisch gar keinen Sinn, Mann. Wo soll denn da ein Auge sein, wenn da sein Kiefer anfängt, Alter? Ja. Oh, scheiß drauf. F. Ey, wir brauchen doch einen gekrönten Abschluss, Freunde. Ja. Holt mal was raus. Wen haben wir denn vergessen? Ich habe auch das Gefühl, so ein Typ, der offensichtlich auf der... Ganz offensichtlich. Ja, doch, ich habe ein S-Tier. Hau raus. Ich habe ein S-Tier. Kann keiner was gegen sagen. Jetzt kommt's. Wenn du sagst, das ist nicht S-Tier, dann stehe ich auf und bin raus. Sag. Whitebeard. Das ist anormal. Erklär mal, warum ist anormal. Anormales Design. Kommst du nicht drauf? Für mich klingt das halt ein bisschen wie bei Sanji, so, dass man erst denkt S, aber dann ist es dann doch nicht so. Also warum S? Ich mag halt dieses Hulk Hogan-Ding an ihm. Dieser Mantel ist krass, diese Waffe ist krass. Der Bart. Ich finde, das sieht schon. Also, ob du den jetzt scheiße findest oder nicht, aber dieser Halbmond-Schneuzer. Wo jeder denkt, das weiß ist Knochen, auch noch. Und dann ist das so ein alter Typ eigentlich. Ich meine, ich muss sagen, ich finde so die First Introduction von Whitebeard noch so mit am besten. Der Typ, der so mit den Schläuchen noch. Schläuche, ja, also das finde ich auch geil. So, was war das denn für ein Ungeheuer? Ja, aber S hier niemals. Warum S, Alter? Also das ist gutes One Piece, was würdest du sagen? S? Gutes One Piece Design, aber das ist doch jetzt besser. Das wäre mein erster Gedanke. Ernsthaft? Wäre nicht mein erster Gedanke, sage ich ehrlich. Aber wen haben wir denn auf S so? Sag mal nochmal. Wir haben Guts, wir haben Goku. Schau mal, da fängt es schon an. Niemals, Alter. Das ist in deren Liga. Spider-Man. Vom Design her. Yu-Gi-Oh! Yugi. Trunks. Sailor Moon. Und Weißer Drache. Ich sag nein, nicht S. Ich finde auch nicht, dass er da hingehört. Ich sag, okay, vielleicht. Im besten Fall vielleicht A. Vielleicht im Vergleich. Wenn er S muss, dann muss Crocodile S, finde ich. Das stimmt. Zum Beispiel Crocodile, okay. Viel cooler. Wir haben Crocodile nicht S gemacht, der ist krasser als Whitebeard. Wisst ihr, wer S ist? Oder sollen wir den Tag erstmal abschließen? Wir können auch noch über Shanks reden. Sag ich auch. Nee, höchstens A halt, aber ja, nicht S. Ja. Ich finde, Naruto hat cooleres Design als Shanks. Und ja, so. True. Shanks sieht auch ein bisschen scheiße aus mit dieser hochgekrempelten Hose, also hätte er Hochwasser in der Stadt und dann noch diese Stoppelchen an den Beinen. Ich feiere diese Stoppelchen. Bruder, bei Ruffy sehen die Dings... Er ist der Einzige, mit dem ich relaten kann. Bei Ruffy sehen die Dings richtig geil aus, die Flipflops. Bei Shanks sieht es aus so wie so ein Mallorca, gerade aufgewacht von zu viel Alk. Weißt du, wer ein S-Tier-Design ist? Griffith ist ein S-Tier-Design. Safe, mit seiner Faltenmaske und alles, Mann. Da haben wir doch den S-Tier-Contender. Griffith, sein Design ist geisteskrank. Der sieht so geil aus, dass ich ein bisschen gay werde, wenn ich den sehe. Machen wir den Sack zu? Oder hast du noch einen Alpai? Ich glaube, da sind noch total viele. Also wir haben irgendwie gefühlt so die Hälfte vergessen. Ja. Aber ja, wenn es den Leuten da draußen gefällt, können wir es ja nochmal machen. Ja. Naja. Part 2. Wir haben bestimmt irgendwas, also ich bin einfach schon leer im Kopf. Ja. Freunde, danke fürs Zuschauen. Schreibt euer Lieblingsdesign in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, Alter. Ich wette, wir haben safe welche vergessen. Wir haben 100, wir haben ohne mal vergessen. Buster Blade aus Yu-Gi-Oh! Sieht heftig aus. Wir haben halt irgendwann angefangen, einfach aus den IPs Leute rauszunehmen und so. Und ich glaube, wir haben richtig viele Hochkaräter vergessen. Alter, Gundam Evangelion haben wir vergessen. Leck mich. Ja, beide auch S-Tier. Viele Main-Character, ne? Keine Ahnung, ein Thorfinn haben wir auch nicht besprochen oder so. Musashi haben wir auch nicht besprochen. Komm, wir machen noch einmal jetzt Musashi zum Schluss. Weil das ist so ein Design, der hat ja nicht viel, ne? Das ist einfach ein recht realistischer Mensch. Nee, komm, wir machen den jetzt. Nee, ich habe einen Hot-Take, Cliffhanger. Nee, wir machen den jetzt. Wir machen noch schnell Musashi fertig. Okay, willst du einen Hot-Take jetzt droppen? Random Samurai Design. Ja, also das meinte ich gerade. Er hat halt nicht viel, was ihn so auszeichnet, aber ich finde, das reicht, das fickt alles. Das ist ein bisschen wie Jesus sein Character Design. So, es reicht. Jesus. Bruder, what the fuck? Checkst du nicht, was ich meine? So? Ich check, was du meinst. Bruder, er ist einfach him. Fertig. Er ist einfach the one. Ach, Brudi, come on, man. Bro, wenn du ein Bild von Musashi postest, 500 Kurden stehen auf und sagen, wer ist das? Ich will den kennenlernen, Alter. Okay. Ist nicht so, wenn man ein Bild von Musashi postet,
Ich krieg immer Kommentare so, wow, wie geil sieht der aus, wer ist der Motherfucker und so. Immer. Ja, ich dachte, jeder kennt ihn schon. Ja, jetzt kennt ihn jeder, aber zum Beispiel früher oder so. Bei welchem Charakter kriegt man das mehr als bei Musashi? Mir fällt keiner ein. Es würde welche geben, wo es so wäre, aber... Ich feiere, dass sein Stil sich immer, nicht sein Stil, aber sein Aussehen sich immer ändert mit der Zeit, dass er altert. Ja, seine Haare wachsen und so. Sowas mag ich auch. Bei Gatsu auch krass und bei Thorfinn. Dass er Bartwuchs bekommt, dass er Narben bekommt mit der Zeit. Aber outfitmäßig und so weiter, ich weiß ja nicht, Mann. Also... Es muss ja nicht immer was Ausgefallenes sein. Sprich Weißer Löwe. Es muss nicht mal was Ausgefallenes sein, aber so ein bisschen mehr Merkmale wären doch nicht schlecht, oder? Alter, ich. Ja, Bruder, was willst du ihm geben? Perlenkette oder was? Was willst du an ihm sehen, Bro? Der ist ein echter Mensch, Mann. Ja, weißt du, es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Shinji. Shinji passt in seiner Welt rein, er muss so sein, er gehört so. Und so gehört auch Musashi dahin. Ich finde seinen Blick außergewöhnlich. Boah. Musashis Blick ist außergewöhnlich. Manchmal guckt er so, als wäre er blind. Mhm. Dabei ist Sasaki Kojiro blind. Und Sasaki Kojiro sieht nicht aus, als wäre er blind. Weil er sieht die Welt wirklich und Musashi nicht. Mhm. Bruder, bist du hier... Lass es mal sacken. Willst du hier Deep Talk machen oder was? Also ja, S hier, oder was? Ja. Schau mal, Bro, für mich ist er echt so wie Jesus. So. Es ist einfach... Es fetzt einfach. Und ich kann gar nicht sagen, warum. Jesus hat noch diese geile Dornkrone, okay. Aber Bruder, Musashi, das fetzt einfach, Mann. Was soll ich sagen? Alpay, was sagst du? Ich enthalte mich, da kann ich nicht mitgehen, dich? Ja. Okay. Also cooler Charakter, ohne Frage. Sieht auch cool aus. Also sieht einfach ziemlich cool aus, kann man nichts sagen. Aber großes Charakterdesign ist es jetzt nicht. Man muss natürlich auch sagen, es ist eine realistische Geschichte, realistische Charaktere, da kannst du nicht so super viel machen. Ja. Aber ich würde sie grundsätzlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen weiter unten einstufen. So. Hey, ich finde, du kannst schon was mehr machen bei realistischer Geschichte. Pfund. Oder Vagabond ist realistisch, aber der Typ metzelt einfach 70 Samurai nieder. Das war unrealistisch. Bro, das war richtig geil. Das war unrealistisch. Das war der beste Arc, Alter. Das war unrealistisch, Mann. Das war nicht unrealistisch. Hör auf, Mann. Also, ich sag S, du sagst... Enthaltung, du sagst? Ich enthalte mich. Ich sag B. Also A. Weil ja. Okay. Folge vorbei. Podcast verkauft. Bis dann, Leute. Checkt seinen Channel ab, Leute. Er hat hammergeile Bilder. Hau das nochmal gescheit raus. Ja, wie sagt man das am besten? Link ganz oben. Achso, Link ist ganz oben in der Beschreibung, Leute. Wirklich außergewöhnliche Bilder hat er. Auch viele Anime-Bilder neu interpretiert, aber sein Stil ist weitaus mehr als das. YouTube-Kanal. TikTok. Er ist der berühmteste deutsche Künstler, könnte man sagen, oder? Und auch weltweit. Den kein Schwein in Deutschland kennt. Sag doch die Zahl. Er hat 700.000 Abonnenten auf YouTube, Leute. Und das macht ihn eigentlich zu weltweit einem der größten Künstler, oder? Er ist bescheiden. Ja, das macht Business. Okay. Ja. Also Leute, ich wünsche euch was. Danke für eure Aufmerksamkeit. Alle, die bis hier geguckt haben, haben einen Eintrag in mein Buch der coolen Leute.